We'll be right back.
Ja, schönen guten Metal. Metal, 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 ihr Lieben. Ja, heute mal ein kleiner Spezialstream. Ja, es ist scheiße warm draußen. Eigentlich wäre morgen ein Kaffee dran gewesen. Aber ja, der Captain Falkensicht hat mich dazu genötigt, ein bisschen zu spielen. Und genau das werden wir auch heute tun. Also nichts mit Adlersicht Games. Heute bin ich mal wieder Jens in der Rolle von Captain Koritke, ihr Spritzer. So, Odin, Metal, begrüße dich, mein Lieber. Na, alles fit? So, und bevor wir jetzt rein in den Lachs, geht mal schnell wieder in den Discord. So, da bin ich jetzt auch schon. Also, ey, ihr Spritzer, was los? Ja, und ich bin eben nicht alleine. Ne? Also, Captain Falk ist dabei und hier, unser Bootsmann, Smee. Ey, Smee, sag doch mal was. Wenn er nicht wieder rausgeflogen ist. So, dann machen wir mal hier Ding. So, bang. Oh ja, ich schmelz dahin. So. Da ist er. Ihr könnt ja auch den Discord wieder hören und ich begrüße, hab schon begrüßt. Genau. Ja. So ist das halt. Estok hat ein paar kleinere Probleme. Und da ist er auch schon, Captain Falkensicht, live und in Person. Wie gesagt, Estok hat, wenn du mal zuhören würdest, Estok hat leichte Probleme, er kriegt das Spiel nicht gestartet, weil er kriegt sich nicht eingeloggt. Das Problem hatte ich auch. Ich muss mich komplett erstmal abmelden. Unter Xbox einstellen. Hier unter Xbox wieder anmelden, abmelden. Das ist, dann hat es irgendwie wieder funktioniert. Richtig. So, ich starte schon mal. Wir sind gerade noch im Startbildschirm. Dann kann ich ein bisschen über Sea of Thieves was reden. Was ist Sea of Thieves? Ein wunderschönes, für mich eigentlich fällt das schon in die Kategorie so Adventure mit Segeln. Man hat drei Schiffe zur Auswahl. Eine Brig, eine Sloop, das ist 1-2 Schiffe, eine Brig, 2-3 Spieler und später eine Galley, 4 Spieler. Und man kann halt auf diesem Spiel wunderschöne Abenteuer auf See erleben, indem man unter Handelsflaggen segelt, Goldhorter, Handelsbund, Segelnorden oder auch die Reaper. Oder auch Athena und kann dort halt Aufgaben erfüllen und damit steigt man halt im Rang auf und man kriegt auch nette kosmetische Belohnungen. Das ist so im Großen das Ganze und ja. Und das Spiel hat die wahrscheinlich schönste Wassergrafik, die man momentan so am Markt kriegen kann. Nicht nur die Wassergrafik, auch der Himmel. Aber wir gehen erstmal weiter in das Detail. Es ist ein Gemisch zwischen PvE und PvP. Das heißt, man kann PvP machen, ne, indem man andere Spieler jagt. Dafür haben sie jetzt auch, früher gab es die Arena irgendwann, jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie ein Stundenglas eingebaut. Das heißt, auf dem Schiff stellt man das Stundenglas, aktiviert man Stundenglas. Man entscheidet sich für eins der zwei Fraktionen. Und dann wird man geguckt, wo andere Spieler sind. Und dann kann man sich eins auf die Rübe geben. Ja. Oder man greift einfach so irgendwelche Spieler an. Das gibt es übrigens auch noch. Man kann auch übrigens Telltales spielen, also wunderschöne Geschichtsbücher. Auch Fluch der Karibik ist dabei. Ja, Fluch der Karibik, ihr habt richtig gehört. Die Geschichte wird nämlich hier in dem Spiel weitergeführt. Also nach dem Teil mit der Black Pearl, der dritte Teil war das, glaube ich, so richtig. Richtig. Ja, jetzt geht es halt so ein bisschen weiter und es kommt bald ein Update. Es kommt ein Update und die springen offiziell Monkey Island hier rein. Und darauf freue ich mich. Das Spiel trieft eh schon vor Anspielung von Monkey Island. Ja. Ganz, ganz viele Anspielungen. Gerade wenn man die Telltale spielt, sieht man sehr, sehr viele Anspielungen da drin. Ne? Mhm. Und Monkey Island-Fans würden dieses Spiel auch feiern. Es ist auch in dem Game Xbox Pass und von den Entwicklern Rare. Wer Rare nicht kennt, wer ist denn Rare? Das waren die Jungs, die für Nintendo richtig großartige Arbeit geleistet haben, wurden dann von Microsoft gekauft. Die zwei Entwickler haben die es erfunden, also mit aufgebaut haben, sind rausgegangen wieder zu Microsoft, zu Nintendo. Und die haben dann ab da haben die für Microsoft, die Spiele sind einfach nicht so toll geworden. Dann haben sie dann irgendwann gesagt, so, dann entwickeln wir einfach. Und dann ist die Idee von Sea of Thieves geboren. Und das Spiel ist der besten Spiele von Rare, die sie in den letzten Jahrzehnten rausgehauen haben. Ich hoffe, ich habe alles großartig gemacht. Ja, es gibt genau PvP, auch Borden. Man hat ein Schwert, das ist eine Standardwaffe. Dann hat man entweder eine Pistole, ein Scharfschützengewehr oder eine Donnerbüchse. Man hat Brandbomben und man kann auch
Explosionsbomben werfen. Apropos Bomben werfen, wollen wir erstmal loslegen? Ich meine, er kann ja später sowieso mit dazu joinen. Metal Anarchophant, grüß dich! Hi! Die Frage ist so, hört er uns noch? Das ist so die größte Frage. Ja, ich höre euch. Ja, da ist er ja. Smee, der Bootsmann. Können wir dir irgendwie helfen? Ich bin ja im Spiel drin. Okay. Hast du meinen Code und meine Freundschaftsanfrage schon angenommen? Wo denn? Habe ich dir über Discord geschickt. Oder du joinst den Devil jetzt noch. Das würde wahrscheinlich auch klappen. Was für mehr Dings? Und hallo! Anarchophant! Und ja. Wasserzon auf Odin. Dich habe ich ja schon begrüßt, mein Guter. Ich hoffe, euch beiden geht es ziemlich gut. Aquarius Rettus, Metal! Ja, das hätte ich auch gerne, ne? Aquarius ist da, moin! Wie geht's? Wie steht's? So, Anarcho und Odin, wie ist denn. Ach, schon wieder dieser Brief. So, immer einladen. Hast du mir Freundschaftsanfrage geschickt? Weil sonst kann ich ihn nicht einladen. Bei mir lädt er noch, weil du bist ja der Host. Einladung ist ungültig. Dann kriegst du gerne eine neue. Warte. Warum ist der Code denn ungültig? Moment. Freund hinzufügen. Ja, Metal, mein Guter. Kopieren wir den ganzen Scheiß. Oh. Nochmal auch zu dir. Hauen den nochmal raus. Kannst du laut sagen. Aquarius, also ich bin auch schon den ganzen Tag am Stehen pennt durch die Gegend gelaufen. Also die Dämse, die hältst du ja nicht aus. Oh, ein Brief? Ja, ein Brief. Was ist denn für ein Scheiß? Was soll ich ihn eingeben? Du gehst unten auf Freunde hinzufügen und dann kannst du den nach Freunden suchen. Da kannst du unten die Nummer. Und hier ist Captain Falkensicht. Bei Steam oder? So, da hinten steht unser. Oh Gott, bist du fett. Ich bin doch Captain Kurke, du Spritzer. Ja, und ich bin. Ja, wer bin ich denn? Nach was sehe ich denn aus? Hm? Falkensicht. Nein, hier mein Charakter. Was? Barbossa oder was? Ja. Segelnde, genau. Freunde. Da ist ein Schiff! Da ist ein Schiff! Arr! Ja, und das Arr! Kann sich schlagartig verändern. Hä? Wo? Falke? Wo bist du jetzt? Ach, da oben ist er. Du Hater! Einfach abhauen, ne? Hallo? Nö. Aquarius, du musst trösten am Samstag. Milan hustet. Der hat sich jetzt mal eingefangen. 2 Tage auf kurzem Dicken. Es Hallo, ist nichts zu aushalten. Schön, dass du auch bei mir bist. Und ich hoffe, dir geht's dabei gut. Und wir gucken, welche Flagge wir jetzt hissen. Also mal ehrlich, ja. Aber ich mach. Alles klar, ich guck jetzt nach, Augenblick. Dann. Quatsch. Nee. Halt. Doch hier das da. Ja, wunderbar. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Annehmen. Also mal ehrlich, wenn jetzt du wirklich. Jetzt könntest du mir zujoinen. Also wenn du wirklich denkst, ja, dass ich auf die komische Nussschale hier springe. dann leg lieber zu Fuß. dann gehst du halt zu Fuß. Danke, niemand. Wem soll ich denn? Ich hätte noch die Black Pearl im Angebot. Ah, cool. Silver Dog ist der Crew beigetreten. Ja, nur Black Bass. So. Oder ich hab den fliegenden Holländer. Spätestens, wenn er Bäder sieht, geht's wieder besser. ja, bestimmt, ne? Aber er freut sich ja wirklich auf das Treffen. Der kleine Mann. Vielen Dank. Was nu? Vielen Dank für deinen. Boah, 6 Monate bist du schon dabei. Alter Vater. Wer? Aquarius Hydrantus hat nochmal abonniert für 6 Monate. Ich danke dir vielmals dafür. Ach, wir waren nochmal Kanonenladen. Ja. Du musst auf Erde aber drin alles. Nö, geht noch nicht.
So, die Frage ist, unter was wollen wir denn segeln? Unter welcher Flagge? Unter der Flagge von Captain Iglo, Alter. Nike. Handelsbund. Gott, wenn ihr spielt. Schöne Handelsfahrten machen oder wollen wir Seelenorden machen oder wollen wir die Reaper machen? Sag an, ich folge. Jetzt mal den einfachsten, wa? Anarcho-Fan fragt gerade, habt ihr da noch einen vierten Platz frei vielleicht? Müsste ich die Galli eröffnen. Dann öffne ich die Galli. Moment, dann mache ich die Galli auf. Anarcho, kommst du mal rüber in den Wartebereich? Ich zieh dich dann hoch, ja? So, dann verlassen wir nochmal das Spiel und dann öffnen wir eine Galli. Er zieht dich nicht hoch, er zieht dich runter. Alter. Bob. Wie ist der Sound bei mir? Ist der Sound so gut? Super. Captain Kuritka, Alter. Eigentlich hat deine Crew verlassen. Warum? Weil wir jetzt eine Galli aufmachen. Er hat meine... Die Gaga! Die Gaga! Er verpisst euch doch! Eine Galli! Eine Galli! Eine Galli! Was? Gib mir einen Moment, bin auf Klo. Warte, bist du Gag duschen, ne? Naja, bei dem Wetter kein Wunder. Bei der Dämse. Da scheißt dir die Hosen voll, ey. Nagelfahr. Ihr Wichser! Das habe ich schon gekauft. Achso, Aquarius, schön dran denken, ne? Samstag schön viel Trinken mit einpacken. Der Captain hat meine Crew verlassen. Sonst wird das nichts. Schon gekauft. Ich muss auf jeden Fall noch mitschleppen. Das wird ein Spaß. Ach, da. Private Crew. Crew zusammenstellen. So, dann sage ich aber dann, wer was dann. So, Freunde. Anarcho fand dich habe ich gar nicht in meiner Freundesliste. Du musst mich dann. Wenn du mal Bosser bist. Wenn du mal Bosser bist, ne, dann müssten wir die auch die Szene aus dem dritten Teil nachspielen. Estoc haben wir. Hey, was tust du denn hier? Nein, was tust du denn hier? Was tust du denn hier, du Spritze? Oder du, ja, dann musst du mich gerade mal suchen. Wegen der Einladung. Ich glaube nicht, dass wir uns schon, Also, angefreundet haben. Aquarius, Hydrantus, Ding, was ich sagen wollte. Während wir da unten im Legoland rumdüppeln, wolltet ihr dann kurz rüber ins Hardrock-Café, ne? Also, schön aufpassen, nicht den Wanz zu vollschlagen, nachher pennt ihr wirklich noch beim Laufen ein. Und naja, bei dem Wetter wisst ihr ja, nur leichte Kost. Stimmt, hast recht, warte mal, ich hol mal eben. Metal! True Fitness immer cool. Metal, hallo? Metal! Boah, bist du leise, alter Falter. Echt? Ja, war sowas von. Ach Mensch, ich bin über Xbox drin. Ach so. Ja, ich muss dich lauter machen. Jetzt red nochmal, sag nochmal was. Hallo, Freunde. Ja, perfekt. Ich hab dich einfach 200%. Warum ist er jetzt raus? Warum ist er jetzt rausgeflogen? Was? Wer ist rausgeflogen? Na, er. Echt? Warte. Guck doch. Da ist er wieder. Jetzt ist er ganz weg. Er war im Warteraum, jetzt ist er ganz weg. Geh mal schon mal ins Spiel. Du kannst immer noch nachholen. Dann können wir schon mal das Schiff klar machen und so. Boah, ansonsten muss ich mal gucken, ob einer noch Bock hat, so zu joinen. Am Samstag ist bei mir erstmal der Nahprogramm Wasser. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Bei Bela bestimmt auch, ne? Die hat ja nur, wie gesagt, eine längere Anfahrt. Aber das wird schon. Noch bin ich recht positiv gestimmt, muss ich sagen. Also ich freue mich tierisch. Bin auch mega nervös. So, oh, nochmal. Anarchofant, Metal! Ja, hallo. Du musst mich noch adden, ne? Ja, ich spiele bei Xbox. Ihr müsst dann über den einen... Hallo? Ja. Du kannst dich auch über Xbox adden. Ja, mach ich. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht raus. Ich drücke jetzt Xbox-Taste, dass ich das Menü schließe. Normal funktioniert das. Normal. Brauche 100 Kunde, ausbalancierte Meilensteine und Preise, die den Fortschritt im Kompetenzamt befriedigen, denn jemand. Ausrüstung. Gib mir doch eben deinen Xbox-Namen, dann kann ich dich adden. Oder du addest mich.
Ganz easy. Okay, falls ich rausfliege, dann mache ich meinen Laptop an. Und gehe über Laptop. Ich bin am Steuern, ne? Das könnt ihr schon mal. Komm, Aquarius, sehr fair. Ich hab das lange nicht mehr gespielt. Und ich bin auch nicht der Host, ne? Also, Chefe hier ist Falkensicht. Oh, dann nehmen wir aber die Black Pearl. Dann nehmen wir definitiv die Black Pearl, weil. Oder? Nee. Nein, da. Nee, ja doch, Black Pearl. Zerrissene Segel. Wo ist der Steuer? Wir nehmen dann die Black Pearl Kanonen. Die sind ein bisschen länger. Das heißt, man muss anders zielen, aber das ist okay. Das da ist ein Schiff. Definitiv. Hagebuttene, du Wahnsinniger. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir, Bruder? Die Black Pearl Flagge. Da haben wir sie. Metal! Oh, ich müsste mein Schiff mal reparieren. Halleluja. Wie macht man das nochmal? Na, wie hab ich denn gesoffen, Junge? Huch. Wo war? Ah, hier, genau. Wurfgeschosse, Kanonenkugeln, bla bla bla. Bla 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 bla. Hier. Ups. Das war so nicht vorgesehen. Genau. Willkommen auf dem Schiff Nagelfahr. Ich mach den Laptop an, sagt Anarchifant und Davy Falkensicht Jones hat kein Herz. Naja, werden wir noch sehen. Also, ne, er ist hier Chefe. Hier nein, ist. Ich habe kein Herz. Guck mal, fühle keine Liebe. Keinen Schmerz. Ich bin leer. So, wir brauchen. Estok sieht so aus wie Smee. Ui. Ups. Dann machen wir Handelsbund. Einmal das Messer da reinwerfen. Oder wir gucken, was Anarcho von Bock hat. Er geht gerade an den Laptop, sagt er. Hat ein. Freund hinzufügen. Ich hab's gerade bekommen. An den Laptop geht er. Den Laptop. Den LAP. TUP. So, okay. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Kanonenkugeln kaufen. Sicher ist sicher. Angebot, Ressourcen und Waren durchstöbern. Der wünscht dir günstig, Junge. Ey, Smee! Hier, nimmt einer mal die Kiste an Bord. Stellt die bitte hinter dem Mast. Also zu. Ach, die da. Ja. Hops. So, Ressourcen, dann brauchen wir Bretter, ganz viele Bretter. Wo sollt ihr hinstellen? Am besten hier so war am Mast irgendwo, war? Ja, genau, richtig. Die Kiste haben wir jetzt auch und dann holen wir noch eine. Hä, wie stecken das Ding ab? Nochmal. X. Ah, okay. Güterkiste. Kannst du schon mal einöden ins Game. Was? Einöden ins Game? Einladen, meint er. Na denn? So. Okay. Dann muss ich jetzt gucken, wie man das jetzt hier so macht. Habe ich gar keinen Plan. Da ist er ja! Anarchifant! Ihr seid im Spiel drinne? Ja. Ist beigetreten. Super. Lagerkiste. Ich gehe mal gerade rum mit der Lagerkiste und versuche mal alles einzusammeln, was ich sammeln kann. Ah, fuck, wie konnte man denn das Instrument nochmal wechseln? Wie waren das da? Also zwei. Und dann konnte man noch das wechseln irgendwie. Weiß aber nicht, Baby. Nochmal. Ist der Nacho von wieder im Warteraum? Nö. Nö. Da muss er Zeichensprache geben. Zeichensprache. Da hinten ist ein Archifant, da bist du. Smee. Ey, Smee, bist du unter Deck? Ich suche gerade so die ganzen Kisten so grob ab, wo ich noch. Oh, wir haben keine Reaper. Wir könnten noch Reaper machen. Oh, wir könnten Reaper machen, dann machen wir die Fore, die Geisterfore. Die sind auch sehr, sehr cool. Die sind witzig. Fragen auch gleich mal einen Anarchophant, wo auch er Lust zu hat. Denn ich bin für alle Schandtaten bereit. Ich habe heute 1,3 Millionen eingefahren, also ich bin glücklich. Bist du ausgeglichen? Nein, ich bin aber glücklich und zufrieden. Ausgeglichen bei der Hitze ist nahezu unmöglich.
Ich glaube, das habe ich alles eingesammelt, hoffe ich jedenfalls. Na, Mitch. Wie war denn das nochmal? Ich überlege echt, ob ich mir den Hund kaufen soll, ne? Und den Meuchel. Oh, ich war's nicht! Scheiße! Ach Leute, mein Schiff war gerade neu. Jetzt holt Wasser und löscht es. Medizin für Milan. Oh, danke schön. Danke schön. Habt ihr Wasser geholt, anstatt du hier mit deinem Chef flirtest? So. Ich glaube es nicht. Vielen, vielen Dank für die 5 Euro. Dankeschön. Bin im Warteraum. Geht gleich los. So, hier ist die Lagerkiste. Ich gehe mal gerade einsortieren. Ach, das war die Holzkiste. Ah, gut, die können wir dann... Meine Fresse. Lagern wir dann Fresse. Hier so. Danke für die 5 Euro. Dankeschön. Kuss geht raus. So, Mädel! Ja, man hört dich. Ich höre nicht. Bisschen leiser, man hört dich. Ich höre nicht. Ich höre. Jetzt. Ja, Mahlzeit. Mädel. Bist du über Ingame-Chat? Ich höre dich und ich habe eine Rückkopplung. Bei mir ist gerade im Discord. Ich bin im Discord. Ja. Und ich höre dich doppelt, deswegen. Scheiß. Ich höre nämlich alle doppelt. Ich höre dich. Nö, ich höre dich nochmal. Warte mal. Sag nochmal was. Hallo, Test. 1, 2, 3. Oh, ich habe eine leichte Rückkopplung, aber mich stört sie nicht. Leiser stellen bei Twitch. Ich habe so ein kleines Echo, das von dir, aber das stört mich jetzt echt nicht. Ah. So, nee, alle Lichter. Ja. So, alle Lichter erstmal ausmachen. Ja, wieso kann ich mich nicht umziehen? Da. Auf was hast du denn Bock zu segeln? Ich? Ach, du hast den Ingame-Chat an, deswegen höre ich dich doppelt. Ah, okay, warte. Ups. Mach am besten Push-to-Talk. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich den ausmache, den Ingame-Chat-Sprache. Nee. Im Menü unter, Hagebutten über die Ose waren gerade. Einstellungen. Hier Push-to-Talk. Genau. So. Oh, hallo, Test. Ja, besser. Sehr gut. So, unter welcher Flagge wollen wir denn segeln? Worauf hast du Bock? Die zwei sind extrem eingerostet. Mir ist das voll scheißegal, ich bin bei allem auf Maximum. Ich auch. Wollen wir dann zum Einstieg eine Handelsaufgabe machen? Ist halt sehr langweilig, aber können wir machen, klar. Oder wir machen die Fore. Oder das Schiffsevent unter den Seelenorden. Mir ist das egal. Mach einfach irgendwas. Mir ist das wirklich egal. Ich mach bei allem mit. Okay. Gold! Welche Flagge wollen wir dann segeln, wenn man die komm, wir machen Handelsbund. Was machen die denn da hinten? Komm, wir nehmen es in den Handelsbund und dann ist gut. Einmal das Messer hier zum Handelsbund rein. Einer fehlt noch. Ich komm nicht und Schiff. Ich bin zu voll. Oder? Noch nicht in Anker. Noch nicht. Uns fehlt noch ein Messer. Ich hab Segel hoch. Okay. Ja, ich trau den anderen hier nicht, ne? Was? Alter. Messer in die Karte. Zeigestell. Hier, das Messer von dir hier reinjagen. Devil. Hä? Wo? Was? Komm her, bei mir, zu Fuß. Du kannst Captain Kirk immer vertrauen. Wo? Hä? Was? Messer? Wo seid ihr denn jetzt? Ach, hier. Da. Okay. Absch. Geht los. Wir stechen in See. Also jetzt unter Handelsbund? Unter Handelsbund die Fore oder? Hey, it's me. Vor? Ja, warum nicht?
meinst du die Geister vor als Spiel? Genau, richtig. Und alles, was uns auf dem Weg liegt, mitnehmen. Oh, da kriegen wir aber nicht so viel für Handelsbund raus, dabei sinnvoller Seelenorden oder Gold. Oder Reaper. Ja, Reaper, dann sind wir halt sichtbar auf der Karte für alle Spiele. Also mir ist es egal. Wir können auch gerne hier so ein bisschen chatten und quasseln oder ich kann hier eine Karte kaufen von der Dame. Hier so eine Aufgabe. Nee. Hagebuttene, du, ist es bei dir gerade auch so dämsig? Hier bei mir oben, hier oben in der Bude ist es wie ein Backofen, ey. Boah. Nochmal hier alle das Messer reinjagen, lass die Goldsammler machen und dann die Forts. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Gut, dann die Messer alle nochmal da rein zum Abwählen und dann einmal zu den Goldhortern. Ah! Oh, mir ist das egal, ich hau auch Handelsbund mit denen und mir ist das Latte. So. Schwimm, du Sauber! Ja, was für eine Scheiße hier. So, also. Ich bin mal hier vorne bei den Goldsammlern das Messer rein. Wenn ihr abgewählt habt, mach ich Stopp. Ah ja, so. Ein Goldhorter schon mal da und dann können wir. Dann verteilen wir mal gleich die Rollen. Ich bin auf jeden Fall Steuermann. Na denn? Hui! Im Kampf 20. Einer geht reparieren. Und dann muss man auf Ansagen hören. Genau, richtig. Also, wie gesagt, einer ist fest an der Kanone. Einer ist fest zum Reparieren. Und der andere ist ein Springer. Und der Segler, der segelt. So, alle Segel runter. Geradeaus ist eine Schaluppe auf einem Ohr. Lange. Ah, ich hab den Kanonen haben wir geholt. Ist aber so blöd, oder? Ist hier im Boot. So. Moment. Ich geb dir mal eine Richtung. Ei. Ach, da, ich seh sie. Okay. Bitte? Richtung Süden. Da kommt dann. Okay. So 4-5 Seemeilen. Ah, wunderbar. Los. So, oh, ich liebe das. Geil, danke, verspielt mal. So, wer geht an die Kanone? Wer ist unter Deck und wer will Springer sein? Ich geh an die Kanonen. Gut. Also, Captain Kuritke macht die Kanone, Junge. Snipe, Junge. wo ist mein Bier? Jetzt hab ich mal noch ein Segel. Mach das hinten, das mittlere Segel. Wenn ein Segel hochgemacht werden muss oder gedreht werden muss. Ist mal was. Ist mal Snickers. Genau, die Segel in den Wind drehen. Wisst ihr noch, wie das geht? Ich wusste es mal. Warte. Du hast ja hier diese Segel. Ne? Nee, das war falsch. Segel in den Winkel und damit ziehst du hoch und die Segellänge ziehst du die. Quatsch, so nochmal von vorne. Jetzt! Den Segelwinkel drehst du die. Jetzt fahren die übers Meer. Übers Meer. Und damit, wo du jetzt dran stehst, kannst du, wo Estok dran ist, kannst du die Segel hoch oder runter ziehen. Der heißt nicht Estok, der heißt Smee! Also ich habe keine Ladezeiten mehr durch die neue Festplatte, ne? Ich bin direkt im Spiel drin, ne? Zack. Sehr gut. Geh mal kurz zu Kreen, das war hätte ich gesagt. Für mich gut, aber ich guck auf ein Handy. Ah, okay, dann schau ich mal. Wie ist der Sound bei mir im Stream für die anderen? Ist das so gut okay oder? Anarcho, wo willst du hin? Ich wollte einmal die Insel abchecken. Ach so. Stimmt, da war ich auch noch nicht, aber naja, egal. Nee, jetzt das nächste Mal. Er wird angegriffen. Ja. Was ist? Danke. Nein, alles gut. Und guck mal, wie ein Captain ist, wenn man vielleicht einen Captain tötet, man bräuchte 1000 für eine Belobigung. Und dann nach und nach mal so ein paar Captain spielen, vielleicht ein paar Kettenkugeln aufsammeln, falls wir in den PvP-Kampf kommen. Wenn nicht verkehrt, ja. Wir werden sehen. Ja, wir sind heute auch mit einer Brick zu dritt gesegelt und haben nur Weltenbosse gemacht. Wir hatten so Glück. Wir machen erstmal Flameheart, eine Segelschiffe. Auf der gleichen Insel auf einmal taucht dann der Weltenboss auf.
Nebenan war ich wieder Flameheart Segelschiffe und auf der gleichen Insel wieder der Weltenboss. Wenn der rote Totenschädel spawnt, Sword of Sword Fortune, da fahren wir auf jeden Fall hin. Hi. Das ist also ja, da werden wahrscheinlich dann alle Spieler ankommen, aber dann haben wir ein bisschen Action. Ja, dann können wir wieder ein bisschen PvP lernen und üben. Ja, what a total action. Aber ich wollte ja gucken, wie der Sound ist bei mir. Ich kann leider den Stream von Devil nicht so gucken. Es tut mir leid. Ich muss mich gerade hart auf meine Sachen dann konzentrieren. Dann siehst du das fort schon da rechts leuchten. Wir sind jetzt gerade hart im Nebel. Ja, durch den Nebel. Ich nehme Kurs drauf. Warten, bist du aus der Puste oder was? Offensichtlich, du Spritzer. Oh, Nebel, nicht gut. Ey. Weißt du, an welcher Seite du anlegst? Bei den Ringern? Es kommt drauf an, wir haben immer einen anderen Anker, meine alte Crew und ich sind nie am Gittertor geankert, sondern vorne. Weil wir das als schneller achten, die Dinger aufs Tor rauszutragen und dann schnell zu harponieren, als das Ganze erst auf die Ladefläche und dann zu harponieren. Aber genau. Ich krieg hier mich komplett nach dir. Ist ungefähr gleich, also auf eine der beiden Seiten einfach. Hat sie einen Hut auf? Die Segel nochmal in den Wind packen? Echt sehr neblig, ne? Nein, wir haben den Sinn wieder verloren. In den Wind. Andere Richtung. Da ist es gerade gegen den Wind. Hä? Was? Gegen den Wind? Der Wind kommt von rechts. Genau, du musst dann die Segel nach links drehen. Wie jetzt. Sag mal, seit wann nimmt der Captain Befehle gegen? Ich mach mal das mittlere hoch, dann kriegst du die Kurve. Ja. Ach, hier sind zwei. Guck mal. Kann ja wohl die Warzenschwein hier. Alle Segel, das vordere Segel auch mal nach vorne noch hochziehen. Dann können wir dann segel ich mit dem hinteren so ein bisschen ran. Tja Leute, heute mal wie gesagt ein bisschen Sechen da halt bei mir, ne? Mal ein bisschen Gaming und so. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Aquarius, Odin, Hagebutten, du Wahnsinniger. Oh, wir werden beschossen! Ja, Alarm! Ja. So, das hintere Segel ziehe ich gerade nach oben. Captain, du Spalzohren, soll ich zurückschießen? Nein, das lohnt sich nicht. Was ein Scheiß. Ich würde erstmal Kurs da nehmen, dass wir da so schön anlegen können und dann. Ist ja langweilig. Oh, der könnte treffen. Ja, er hat getroffen. Ah, da kommt eine Kugel! Er hat auch getroffen. Smee! Smee! Mach die Löcher dicht! Smee! Captain Hook lässt grüßen. sieht da wirklich so aus. Ihr könnt schon mal rüberschwimmen, ne? Ich guck mal kurz, ob hier noch was ist beschädigt. Ah! Ratte! Dein Kopf ist beschädigt. Ratte. Wir haben Ratten im Schiff! Ratten, ne? Ich hab die so früh hochgezogen. Ratten! Warte, komm! Warte, halt durch. Ich komm schon. Schatz? Schatzi! Hier war wirklich eine Ratte. Ja, ich dachte, jetzt aus. Warte! Ah, da ist ein Pfand! Bin gleich da! So, hier Spritzer. Komm, ganz zusammen. Das ist mal gute Futter. Hier hängen. So, dann knüppelt ihr mal hier die ganzen Geister am besten. Ich suche den Schlüssel. Wir suchen jetzt einen Schlüssel. Hier sind überall so Kisten und Schränke, die man aufmachen kann. Hier ist eine Katze! Ja, das ist meine. Katze! Da können Schätze. Katze. Geil, Katze. komm, geht's an! Dann runter von Bord und ich bring das Schiff in Position. Geht! Wo kann stehen bleiben? Zwei hab ich! Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Katze! In die Rettungsboote gibt's keinen! Hey, los, Mi! Hol sie dir! Da ist er! Ey, ist ja nice hier, wollen wir hier bleiben? Ja, die Festungen sind echt schön. Jo.
Okay. Ihr könnt auch die Türen und so alles aufmachen, ne? Ah. Wir sind überall Kisten und so, wir suchen einen Schlüssel. Nein, wir suchen die verschollenen Rudi-Tapes, Mann. Ja, wir suchen die Rudi-Tapes. Wir suchen die Rudi-Tapes. Au! Na, Leute. Ey, du Spritzer. Spreizhoden. So. Das war ein Geist. Ein Geist. Ich hätte gerade ganz viele Angels. Erstmal kurz einen Schluck Absinth nehmen, ja. Oh, wir müssen gleich mit der Lagerkiste hier rumgehen, ne? Lass die ganze in Ruhe. In der Küche gleichzeitig vier Dinger bratet, ihr könnt da auch Obst drauf packen, dann kriegt ihr eine Belobigung. Und wenn ihr in der Kajüte hier bei den Betten, in dem Bett mit einem anderen Spieler pennt, gibt's auch eine Belobigung. Alter, Smee, das war meiner gewesen. Oh, ich bin blau. Geht's hier runter? Wir können hier brauchen. Hier wird nicht gesoffen im Dienst. jetzt pass mal auf, ja. Ich bin immer noch der Captain von dem Schiff. Ich kann saufen, so viel ich will. Ja. Du bist nicht der Captain. Offensichtlich bin ich der Captain. Nein, bist du nicht. Hat mein Schiff, meine Crew. Hat irgendwer behauptet? Oh, ist mal Snickers. Banane. Mhm. So. Alter, komm, die aus dem Wasser, weil ich so blau bin. Uiuiui. Geil ist auch, dass du in die scheiß Eimer kotzen kannst und dann die Kotze über den anderen ausgießen, das ist auch cool. Gibt's auch wenn du das bei Gegnern machst im PV, gibt's auch eine Belobigung. Fläschchen. Hey, Smi! Ja! Oh, komm mal her! Katze! Wo sind die blöden Skelette hier? Ach, da unten geistern sie rum. Aha, geistern. Jo. Ah, Scheiße! Ja, weniger quatschen, mehr kämpfen. Ja. Der Lagerraum oben ist geistern. Bitte? Komm, ich muss dich retten, Katze. Der Lagerraum oben ist leer. Ich hab die Sachen oben hingestellt. Hier! Haben wir eine Kanone oder so? Ja. Miau, 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 miau! Also was war das nochmal? Was war mit dem Lagerraum? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab die Schätze vom Lagerraum oben schon auf die Mauer gestellt. Man muss halt gleich nur noch abonnieren. Hier ist nichts. Hier auch gerade bei den Lichter schießen, ne, du fette Qualle. Hey, mein Buddy. Oh, hier unten sind sie. Ich hab Schießpulver. Können wir die brauchen? Lass mal da fliegen. Schieß mal drauf, was ist da drin? Ich bin mir den Kopf nicht gefallen. Wo ist der scheiß Schlüssel von den Typen? Der okay. Liegt noch hier. Hinter dir? Da! Mach dir die Kugel raus! Die Mucke, ey. Ey, cool, 2 von 6. Venga, Torero! Der Geist war die Rache, der Gatze jagt auch, ey. Scheiße. Ja, wunderbar. Ach, du bringst das jetzt. Wo? Okay. Ja, Schatzkiste. Ja, ich hatte da runter jetzt eine Schatzkiste mitnehmen. Ich mach wieder eine Kette. Ach, immer muss ich die Scheißarbeiten machen hier, verdammte Axt. Nimm den Devil der Schießpulver weg, der hat komische Gedanken. Naja, ein Kriegskind kann alles brauchen, wisst ihr doch. Also wenn du Schießpulver auf mein Deck stellst, ne, bring ich dich um. X. Versuch's doch. Ja, ganz schön. Hättest du was mitnehmen können. Da war noch ein Schiff. Ich guck mal, ob da noch eine Kiste ist. Du hättest schon Pummi gemacht damit. Ja. was ist? Kaputter Schädel. Oh, nice. Immer her damit. Ihr könnt's mal tragen. Yeah. Mehr können wir nicht rausholen, oder? Wenn da nichts mehr ist, dann nein. Komm, Katzam. Jetzt geht's los. Ja. So. Ups! Guck nochmal nach, ich hab das echt. Anarcho, alles gut? Ja,
Ja, ist ja passiert so oft. Ich bin das gewohnt. Ja, die haben das auf jeden Fall mit dem Computer gepatcht. Ja, aber auch schon kurz nach dem Anfang. Hey, Smee! Hier, gib mir mal einmal die Lagerkiste. Ich hol noch mal. Wo ist sie? Die müsste. Hast du sie? Ja. Ja, das war auch so mein Gedanke, nur über die, Wohin mit den Chatzen? Das Vorgehen. Ich würde hier vorne. Hier vorne. Aber sortieren nach Schädelkisten und da müssen wir das am Ende beim Verkauf nicht noch erst. Die Schädel könnt ihr mir geben. Und was kriegen wir? Scheißdreck. Wie immer. Ich kuriere dann immer gerne hier mein Schädel. Ich kuriere immer sehr gerne mein Schiff, sonst wird mir das so langweilig. So. Na bestens. Was? Meerjungfrauen-Saphir? Oh, so schöne Farben. Die bringt Knast. Die Dinger sind ordentlich am Geld. Smi, komm mal her. Hier. Schenk dir. Hier, Smi, nimm mal. So schöne Farben. So, dann machen wir erstmal die Goldkisten nach vorne. Genau. Das ist eine Galeone. Eine Gaga! Eine Gaga! Eine Galli! Eine Galli! Eine Galli! Eine Galli! Eine Galli! Keine Ömer! Keine Ömer! Das ist für den Händlerbund. Den braucht eh kein Mensch. So, ausrichten, ne? Das ist nochmal eine Truhe der Verdammten für die Goldhorte. Zack. Hier oben sind immer noch die Schätze auf der Mauer, ne? Stimmt. Die was? Schätze! Hallo! Die Schätze! Danke! Kima hier! Räumt das Holz bei weg, sonst stempert noch einer drüber und. Oh, die ist schon voll. Mist. Die Schätze! Die Schatztruhen, ne? Nicht verkaufen. Gar keinen Fall. Da ist Böses im Busch. Böses? Böses? Wo denn? So, das nächste vor. Da hab ich auch drin, das Kalium. Wir können ja immer wenn wir das eine vorab klappern, ist das andere ja wieder respawned. Nordwest. Ja, eher ja. Richtung Nordwest. Wartet! Smee fehlt noch. So. Was war für eine Küche? Hier, der Lagerkiste ist ordentlich Zeug drin. Vergiss dein Fleisch nicht, sonst brennt das Schiff ab. Ja. Mir noch nie passiert. Oh, das ist schon lustig mit euch zu. Junge, wo bleibst denn du? Alter, meine Frau, du bist nicht der Captain. Oh, let's the dog out. Also mal für dich jederzeit der Captain. Du warst nie mein Captain. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, das kann ich auch mal hier. Captain Kuritka, Alter. Ey, Fleisch, ist ja nice. So, und dann kann ich deinen Stream aufmachen jetzt endlich und jetzt so kann ich meinen wieder machen. Ein Schiff? Habe ich richtig gesehen? Tatsache, entweder. Oder das ist ein. Nee, Felsen. Ein Holzboot. Er hat hier eine Katze. Soll ich zeigen, was ich mit Katzen. Du Katze, oh. Die, wieso? Soll ich mal zeigen, was man mit Katzen macht? Warte. Was denn? Guck mal, was ich jetzt mache. Ja, du lädst die Kanone, schießt sie weg, ich weiß. Oh, wer hat die denn alle schon durchgeladen? Ist ja schrecklich, ich hasse sowas. Ich, für den Fall der Fälle. Mhm. Rumpelfürst wird sich bei euch rächen. Yippie! So, ihr könnt nochmal hier in die Küche gehen von dem Ding und da 4 Bananen in die 4 Pfannen packen. Das gibt eine Belobigung. Und in einem Bettenpen gleichzeitig in Hochbett. Genau. Ist eine Belobigung. Genau, ist schneller, Junge. Schneller. Schwimm. Da ist er. Guck mal nach dem Fly. Ich kann nicht schneller schwimmen. Ich hab ne Kugel in der Hand. Ah, du bist schon da. Eieiei.
Oh, was kommt? Nicht die Gatze mit der Kanone wegschießen, bitte. Na gut, Axel. Wir müssen an Bord gehen, also auf die Burg, wo wir gerade waren, in die Festung. Und da sind in der Küche 4 Pfannen. Und die müsst ihr gleichzeitig alle bestücken. Das gibt eine Belobigung. Das könnt ihr mit Bananen machen. Hier, mein Affe, der heißt Meutrich. Prost, ja. Jo, Prost. Und zwei Etagen drüber, da sind so Hochbetten. Da müsst ihr euch beide reinlegen. Das gibt auch eine Belobigung. Gleichzeitig. Irgendwie. Okay, hat was. Wie eine Verarsch. Ah, Menschen erreicht, okay. Aquarius hat was von der Katze gesagt, aber nicht vom Affen. Was? Wer denn hier ein Affen? Den habe ich gerade auf die Burg geschossen, so. Der Affe. Okay. So, wir haben hier ein Loch. Oh, ich brauche einen Eimer. Belobigung freigeschaltet, schnelles Kochen. Ah, mit Gatze, die Katze. Alter, bin ich voll. Hallo, Ballo. So, hier haben wir keine. Ich verbreche alles. Was denn da? Ein Ofenkäse? Ein Kartoffelgulasch? Kartoffelgulasch mit Ofenkäse. Ah. Rode. Wo war jetzt das nächste? Und wo ist das Brot, bitteschön, für uns? Das oben. Die Belobigung oben. Ja, auch mal in die Küche da und hol dir die Belobigung. Wie er dir zuhört. Wir saufen uns hin. Ich hoffe, euch da draußen, ja, Aquarius, geht es ganz gut. Und ihr hattet einen wunderschönen Abend gehabt. Und einen wunderschönen Tag bei diesen Temperaturen. Und ihr wart ja beim Kochen mal gnädig zu uns allen. Goldbeutel. 6 Millionen habe ich schon zusammen. Ne? Ich hätte weitaus mehr gehabt, aber ich wollte ja unbedingt das Athena. Die Athena-Sachen fehlen mir noch, dieses Anker-Dings hat mir gefehlt, habe ich gesagt, ne? Und das Steuerrad, glaube ich. Aber dafür müssen wir Athena-Quest machen. Die sind auch sehr, sehr cool eigentlich. Bist du der vom Begriff? Anscheinend schon. Was denn? Was los? Du, dir wurde gerade was gesagt, aber auch, naja. Ja, ich hab versucht, mich gerade zu konzentrieren, bis mein Rausch aufgehört hat. Kurz AFK. Bis gleich, Odin. Warte, Hä? Ich hab dich umgebracht. Warum? Ich wollte dich gerade zurückholen, weil ich Spaß dran hatte. Ich wollte dich gerade wieder zurückholen. Boah, ich bin auch bei der fast draufgegangen, Scheiße. Müssen wir unbedingt beide uns einlegen? Ja, also das Bett muss voll sein, aber ich kann das machen eben, ich komm hoch. Ja, ich komm auch mit, ich schieb mich gerade mal nach oben. Ja, ich dann überlebe. Toll, ich bin tot. Oh, ja, Mann, deswegen mag ich das nicht, wenn man die Kanonen schon fallen. Irgendwas zu machen. Moment, ich komm jetzt hin, ich muss mich nur in den Winkel machen, dass ich mich nicht zu weit schieße. Ob ich das überlebe? Mal gucken. Oder schon. Oh, hab ich überlebt. So, dann geht's nach oben. Die Kochen habe ich gemacht. Ja, ja, wir müssen alle legen. Die Betten müssen voll sein. So, welche willst du? So. Ja, es muss nur ein Bett belegt sein. Oben und unten. Hochbett und, ja. Hä, Bett? Was denn für ein Bett? Warum? Ich hab schon 10-mal gesagt. Geh mal zu den anderen. Du musst einmal sagen. Ach, da. Mit Kuchen hat er auch nicht zugehört. Der hört nie zu. Nee, weil alle durcheinander quatschen, Mann! Ach, Quatsch. Wurde schon am Anfang so oft gesagt. Nee, weil du bei der Community da immer die ganze Zeit liest. Ja, macht man so. Sonst wird sinnlos. Ja. So. Bei ruhigen Zeiten, ja, kann man das machen, aber in Gefechtszeiten, dann klar, ne, dann muss jeder voll da sein. Schnapp dir 4 Bananen und mach die Pfannen voll, dann kriegst du eine Belobigung. Ja,
Ich hatte da Granatapfel und Kokos. Ja, Hauptsache irgendwas. Noch eine Etage höher. Ah, ich komme wieder zu dir runter. In der Küche ist, die Küche ist unten. Das wurde ja auch schon 10 Mal. Genau. Und jetzt? Legst du dich oben? Wo willst du, oben oder unten pennen? Wieso? Wir hauen doch ja. Wir haben noch ein Schiff. Leg dich rein. Und bleib jetzt liegen. So, jetzt müsstest du gleich eine Belobigung bekommen. Ja. Nick, Ärchen. Hast du bekommen? Ja. Wunderbar. Siehst du, das war's schon. Okay. Hier mit runterkommen in die Küche. Was ihr sagt, du kannst kochen? Na komm. Hä? Nee, ich kann gar nicht kochen. Warum? Naja, okay. Ich habe niemals kochen gelernt. Oh, keine Bananen. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Jetzt keine zum Bananen. 20. Mal. Keine Bananen. Muss hier runterkommen. Ey. Ah! Sonst bist du nur Bananen, ne? Oh, Hölzer. Cool. Ja. Hier bei mir. Hab ich noch welche? Ich hab 3. Aber er sagt ja von wegen irgendwas. Ja. Hier. Benutzt alle 4 von. Nahrung zum Kochen benötigt, ja, klar. Alle 4 von benutzt. Banana! Banana! Hab ich noch mehr? Goldbeutel! Habt ihr noch eine Banane? Nö, alles weg. Platz nehmen. Oh. Nix drin. Doch, müssen echt nur Bananen sein. Ja. Ja, hab ich die fallen lassen? Verbrannt. Oh ja. Ein andermal. So. Yeah. Oh, was haben wir hier? Yeah. Nichts. So, das war's. Ja. Hast du denn gekriegt? Hör mit dem raus, die Scheiße. Das Minion im Jubiläum gerade. Banana! Ich bin auf dem Schiff. Ich bin hier der Größte. Ein bisschen ich weiß es euch. So, nein, tue ich nicht. Daneben. Zur Not setzen wir S-Doc einfach aus, so. Was? Kann er sich mit den Rückenhaaren, mit seinen Rückenhaaren Schildkröten suchen. Ihr wollt's Mii aussetzen? Dann müsst ihr mich gleich mit aussetzen. Du weißt schon, dass es strafbar ist, ne? Richtung Nordwesten müssen wir. Ja, ich weiß, muss nur um die Insel rum. Einfach die Tiere aussetzen, das ist strafbar. Weil durch eine Insel fahren, durch den Vor geht leider noch nicht. Noch nicht. Also. Noch bin ich kein Geisterschiff. Yep. Aber heute war das echt entspannt, ne, mit den Weltbossen. Es kam nur eine Sloop, irgendwelche komischen Leute, die irgendeinen Scheiß erzählt haben, die haben sich dann nachher abgezogen. Wie sie gemerkt haben, weil die waren nicht so doll. Warte, schreit da jemand wieder mich an? Nö. Aber ich sehe es nicht ein, bei den Temperaturen das Fenster zuzumachen. Hä? Katze. Oder was? Nee. Meutrich. Ja, den Hund wollte ich mir noch kaufen. Ich wollte eigentlich Meutrich sein Hund, das ging nicht. Deswegen, und ich hatte nur den Affen. Der kleine S-Dog will im Bälleparadies abgeholt werden. Ja, genau. Die kosten halt Geld. Ich glaube, so ein Hund kostet 5 oder 6 Euro. Ja. Und ich will halt das Geld, was ich jetzt hier drinne habe, die 1344 für den Season Pass aufsparen. Kann ich. Die habe ich mir echt mühselig hier erfarmt in dem Game. Oh, kommt nochmal hier zur Besinnung. Ich glaube nicht. Ich bin mal. Ich schieße mich mal gerade auf die Insel rüber. Boah, ey, diese Kanonenkugeln, ne? Nein. Ach, Mist! Für mich in den Inselgedöns haben. So.
Ja. Auf der Insel war ich anscheinend schon. Natürlich wieder. Vorerst im Messer ausgesehen. Also wirklich wie Smee. Was ist das denn? Oh, ich geh mal. Bakak! Was? Wie heißt du? Ich bin gleich wieder da. Was? Was knisch? Hast du den Kind drauf, oder was? Ey, Smee. Warte mal kurz. Haftung. Guck mal. Oh, ich bin wieder da. Affe! Oh. Was? Meutrich. Meutrich ist cool. Ich werde mir mal den Hund noch holen. Vielleicht auch. Es gibt sogar jetzt Holztiere, ne? Ich überlege mir die zu holen. Ey. Bloß hat mein Ding genug Energie. Jetzt schwinke ich auch den Controller um. Ich hab nicht. Ey, du bist in der Flasche drin gelatscht. Wir haben eine Flaschensammlung kaputt gemacht am Schiff. Hm? Willkommen zurück, Odin. Guck mal, Devil, stell dich einmal hier nach ganz vorne. Komm schon. Hä? Auf die Spitze. Warte, noch ein Stück weiter vor, bleib stehen. Warte. Was jetzt? Kackduschen, oder? Warte. Nein. Du kennst doch die Szene aus Titanic. Oh! Ja, okay, aber du hast den Emote leider nicht, ne? Wie mach ich denn nochmal Emotes? Wie waren die? Wo? Also, ich weiß nicht, wie das am PC ist, auf Xbox ist das Steuerkreuz nach unten. Gedrückt halten. Keine Ahnung. Falke müsste das wissen. PC, keine Ahnung. Hab ich auch gerade gesucht. Die scheiß Emotes, wo waren denn die? Ah, früher wusste ich's. War Z? Schiff im Westen ist eine Knochen. Knochenschaluppe. Okay, das war. Aber ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen durch die Spielerei. Okay, hier ist Sense schnell. Halt. Genau. Instrumentwechsel war Ditte und Reaktion, Trommel, mehr. Aber ich hab. Wo sind denn meine? Ah, da sind die. Jack Sparrow. Kostüm. Lol. Ich bin im Wasser. Die hat doch Emotes, da konntest du dich doch hinsetzen und pennen und wie so ein Scheiß, ne? Ja. Oder ein Affe essen wie ich. Lieber Bossa. Ich guck. Jetzt guck dann mal kurz in die Einstellung. Das da Dur und Maus. Springen vor zu interagieren. Wo ist denn das vor? Ich hab's ein bisschen aus den Augen. Ich sehe durch die Segel nichts. Piratenchat ablegen, Waffe. Ah, ich hätte die anderen Segel drauf machen können, ne? Ruderboot. Jetzt Richtung Norden ein bisschen. Also ja, so mehr rechts von uns. 1, 2, 3, 4 Seemeilen. Ah, ich sehe schon. Glaube ich. Oh, wir sind Was haben wir? Schiffs Raid. Weiß ich gerade nicht. Ich höre nur Musik. So bedrohliche Musik. Doch, Schiffs Raid. Wir sind so nah an der Insel. Schiffs Raid, ja. Links. Also, Kanonen. Einer an die Kanonen. Das da, wollen wir das mitnehmen? Ja, das vorne immer mehr. Das sind 3-4 Wellen. Ach, sind wir in den Wellen drin, ne? Scheiße. So. Okay, ich segel mal aus dem Wind raus. Also, haben wir locker, aber. Ja. Wir können es gerne machen, wie ihr möchtet. Dann dreh ich bei, dann machen wir das Event. Ja, klar. Schaden kannst nicht. Gut. Dann dreh ich bei. Kämpfen üben ist nie verkehrt.
Aber irgendwie macht hier keiner die Events, kann das sein? Ach, Y war der Scheiß. Okay, ich hab's. Hey, Smee. Boah, ich bin so glücklich, wieder auf See zu sein. Wer pfeift hier? Was? Soll ich an der Finger ziehen? Bam 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 bam. Den Felsen, den kriegen wir nicht, da muss ich jetzt leider vorbei. 5 Minuten ist es gebacken, dann ist fertig unser Ei. Ich muss mir nur was zu essen holen, sonst bin ich gleich tot. Und das finde ich nicht schön. Nee, das sind Würmer. Warum haben wir nur Würmer? Linkes Fass. Ja, ich hab's gerade gesagt. War Würmer. So, einer gleich fertig machen für reparieren, einer an die Kanonen und einer Springer. Okay. Und gegebenenfalls helfe ich mit beim Kanonieren. Wo ist denn das Schiff? Alles und dann. Ja, da vorne. Hinter dem Felsen taucht gleich das nächste Schiff auf. Ach. Hinter dem Felsen. Mhm. Wenn es nicht umgedreht ist, da. Nee, ist es das? Hä? Wo ist es hin? Verschwind die Bus! Okay. Ne, da ist es. Da ist es. So, weil wir das Platz haben, einmal ach, da. Ganz schnell Wege durch, damit wir den Loot einholen können. Weil das vorne dann direkt 2 neue. Ja. Und das vorne rechts an die linken Kanone. Okay. An die linken Kanone. Links. Kleine Schiffe brauchen nur 10 Kugeln. Feuer. Ja! Daneben! Komm schon! Wenn ich aus dem Winkel bin, müsst ihr mir sagen, dass ich beidringen kann, ne? Nee, passt schon, aber irgendwie treffe ich den Penner nicht. Oder doch? Einen unter Deck reparieren. Jut, 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 jut! Mann! Ich muss jetzt beidringen, und klatscht gleich gegen den Felsen auf. Das ist ein scheiß Holz. Mist! Yeah, machst, der hat gesessen. Der hat gesessen, Alter. So. Ratten! Wir haben immer noch Ratten im Ort. Ratten! Ist so. Ich würde ja gerne was sagen, wir sind leider live. Was denn? Darf ich nicht sagen. Einmal Segel hinten hoch. Ich bin gerade dabei. Wie du es gerade. Mein Gedanke, dein Gedanke. Hey, geil! Da wart weg. Da ist es. Loot voraus. Jetzt. Genau. Wir sliden noch ein bisschen, also ne, nicht wundern. Ja, Munition kannst du weglassen. Hat bloß Öl. Mittleres Deck hat bestimmt welche. Oder? Ja, hier. Wartet mal. War es das an Loot oder bin ich drüber gefahren? Nee, ich muss. Jetzt ist da. Links also, ich kann auch nicht mehr sehen. Ja. Das kommt ah, jetzt. Auf. Ach, da! Okay, gut, warte. Oh, wir sind zu nah, ich fahre drüber. Mist. Oder klappt das? Nicht alles. Doch, war alles. Nee, hier ist noch. Unter uns ist noch. Ich spring rein. Okay. Hier ist noch. Ordentlich. Kugel? So, auf geht's. Wo ist das nächste Schiff? Da war eine Pockentruhe. Oh, nice. Da muss man nur 300 von verkaufen.
Nee. Ich mach mal gerade das Segel, das hintere Segel rund. Jetzt kommen sie. Wo? Wo? Links und rechts von uns werden sicher welche auftauchen. Hintere Segel schon mal gesetzt. Ja, ich würde sagen, ein bisschen. Ah. Ich komm schon. Versucht erstmal ein bisschen runter zu zielen. Ja, wir reiten gerade eine Welle. Ich drehe wieder ein bisschen ein. Okay, dieses Mist, keine Kugel mehr, shit. Hier am Mast steht eine Kiste. Warte, nur noch Feuerwerk? Was soll mit Feuerwerk, verdammt du Axt? Wir haben doch am Mast eine Kiste. Einer muss reparieren. Kanone kaputt. Was das? Nee, noch nicht. Verdammt, ich hab das C4-Pferdchen nicht bestanden. Ja, einer muss reparieren, sonst saufen wir gleich ab. Ja, ich bin dabei, ich bin aber alleine! Wie gesagt, einmal bei Angriff muss einer komplett unter Deck sein. Zum Deck, Knaller! Irre! Irre! Scheiße! Schaffst du das, easy. Schafft ihr das? Okay, ist dicht. Aber können. Ja. Die treffen uns dauernd mit diesen scheiß Kugeln, ne? Wenn ihr Hilfe braucht. Ups! Ich kann springen. Ah! Oh, wir sind gleich voll, ne? Habt ihr da im. Ah, shit! Okay, die drehen bei. Dreh auch mal eben bei. Ja, klar. Die unten helfen schnell. Was war das? Ich versuch mal. Ah, ich hab nix um. Das war dein brechendes Herz! Sind auf der linken Seite. Okay. Hört auf, Löcher, mein Schiff zu ballern! Ein Peng! Scheiße! Haben wir sie? Nee, noch lange nicht. Einer muss halt wirklich Dauer reparieren, ne? Ja. Ah, oh, ist das dunkel hier, ich sehe hier ja nicht, Alter! Okay. Für uns ist ein Schiff, ein Spielerschiff. Ah, also shit! Einer muss unten schaufeln, einer muss unten eimern. Warte. Ja. Gleich. Oh, diese Steuerung. Das haben wir, ne? Alles. Jetzt gibt's aufs Maul! Was nu? Ja, die Kanone, die wollen mich. Geh gleich mal rüber und halt die vom Reparieren. Boah! Ja. Ach scheiße, jetzt drehen sie ab. Ich dreh mit. Ja genau, dreh mit. Peng! Oh. Willkommen in Sea of Thieves, in einem Kampf. Alles möglich. Komm, Stück noch. Ja, ich versuch's. Meutrich, mein Äffchen. keine Munition mehr, nimm den Affen! Boah, wenn das gehen würde, ne? Ich würde nur mit Haustieren schießen. Mist! Ich komm nicht um den Felsen. Scheiße. Das schaffe ich nicht, dann würden wir den echt knutschen. Verdammte Affe. Ich bin an der Apule. Ich hoffe, die Sloop ist, die ist weg. Wo ist die Sloop? Okay, jetzt könnten wir sie kriegen. Maybe. Achtung. Eine Galley ist echt nervig als Knochenschiff. Und jetzt stell mal vor, du bist eine Sloop und bist alleine. Happy Birthday. Kommen gleich zwei, ne?
Kann sein, dass da gleich zwei kommen. Wenn wir Glück haben, auch nur wieder nur noch Bordgulasch. Achtung, rechte Seite, rechts! Und wir sind. Ja, komm schon, komm zu Papa. Komm, Götzam. Hier. Wer schießt hier mit Feuerwerk? Damit könnt ihr das Schiff anzünden. Ah, geil. Und ihr kriegt eine Belobigung dann dafür. Zählt auch nicht auf Knochenspalten. Treffer! NSC-Schiff haben wir festgestellt, also früher jedenfalls. Was sind denn da vorne für Flammen? Tortuga? Ja, eine Insel. Tortuga. Oh, die könnten uns rammen. Achtung, bereit machen, einer zum Reparieren unter Deck. Ja, ich geh rüber. Ja, deswegen ist jetzt auf Kuschelkurs. Ich hab geladen. Shit! Warte, komm mit! Nee, du bleibst dann bei mir und hilfst Esther beim Reparieren. Die laufen voll, zweite Deck läuft gerade voll. Gut, ich nehme was hinter das Segel mal raus. Nein. Brauchst du Hilfe? Ja oder nein? Du musst mit uns reden. Nein. Die laufen voll. Wunderbar. Ja, wir haben sie. Geil. Segel hoch. Warte. Segel hoch. Ja. Wo ist denn? Mann, diese Scheißsteuerung. Ja, ne? Die ist eher knaller. Alter. So, oben ist oben. In the Navy. Da. Ach, halt's mal. Einer an die Harpune, der andere an die Kanone, falls die nächsten Schiffe spawnen. Ei. Wie sieht's unter Deck aus? Brauchst du Hilfe oder schaffst du das? Nee, alles klar. Deck ist klar. Ich schaff's. Wunderbar. Loot ist vorne. Ich hab schon Bretter in der Hand. Für solche Fälle hol ich mir jetzt mal Brandbomben. Ich sehe null. Die Nägel habe ich in den Mund. Okay. Die Kettengeschosse für Spieler aufheben, ne? Ganz wichtig. Ja. Ein Stück vorfahren, minimales Segel. Minimales Segel, ei, mach ich von hinten, habe ich bessere Kontrolle. Oh, er macht's von hinten, na, was ne Sau. Ja, das ist so schön windig. Da hat er die Kontrolle. Ach du Dummkopf, du hast deinen Funken auf dem Rücken. Mach ihn aus. So, what now? Böse Wellengang, Mann. Ja, ne? Warte, ich spring jetzt mal rein und helf dir manuell. Ich helf dir mit Emanuel. Ich hab das Ding versenkt. Okay, jetzt musst du wieder rankommen. Ja, kann. Ich höre was. Ja. Danke. Ich bin direkt. Der Kraken? Nee! Links auch? Oh, ne Galli, nö. Dann lass erst das Kleine wegballern, die halten mich ja aus. Ja, bin dabei. Mist. Segel ist gesetzt. Belehr. Oh, scheiße! Oh, rammt euch gegenseitig. Ja, ihr rammt euch gegenseitig. Oh, was? Geil! Schau. Idioten, ne! Dreh bei! Stimmt, ich dreh. Ja, das Schiff war gerade nur. Ich war nur irritiert von einer Stimme, die klang so weiblich. Hä, ist denn noch ein Mittel hier im Disco? Boah! Und los geht's. Los! Huppie! So Gobbel! Junge, verträgt die eine Menge. Den Kugeln. Ja, die müsste jetzt gleich runtergehen. Ich mach hier das schon mal Segel. Ich mach das hintere auch schon mal hoch. Das war's, bin schwer leer. Ach. Ja, du kannst leider nur 10 Kugeln schleppen. Ja, die lebt noch. Vielleicht ist das der Boss. Oh, ja. Da läuft Wasser rein. Oh,
Attacke! So, linke Seite. Bubis! Ja, jetzt das Mistvieh. Ernsthaft? Noch ein Stück, noch ein Stück! Jetzt haben wir es, oder? Den Captain hast du getroffen? Den Captain? Wie läuft ab? Stopp! Alter, ich bin nur der Captain. Wo ist die andere? Ah! Okay! Links den Loot ranholen. Ich versuch's zu werden. Wir laufen voll, Leute. Wir laufen voll. Einer muss da runter. Smee! Ich geh runter. Ich helf mal schnell mit. Wenn du unten. Welche Seite denn? Scheiße. Ich weiß nicht, ich hab nur gehört, dass das Sound kam, dass wir vorne laufen. Scheiße. Ich hab dazu gemacht. Shit! Ja, das hat sich so angehört, Entschuldigung. Ne, wir hatten war, aber ich hab schon. Ich hab schon zugemacht, ja. Ah, okay, aber ich hab dir nicht geholfen. Menschenskind! ETT? Ich bin wieder am Steuer. Nein, jetzt bin ich am Steuer. Drehe links ein, ihr könnt rechts schießen. Ah! Der Loot, habt ihr den noch schon? Oh, verdammt. Oben. Ich glaub, oben ist ein Loch. Captain, hier ist ein Loch. Echt? Da muss es hier stoppt werden. Ich stoppe. Ich der Loot da, ich hole ihn. Ich gehe mit Hilfe des Schnabberalas auf Schnappdiddledidabkos. Okay, sie kreist. Kommt ein bisschen links ein. Sie kreist, Mann. Das mach ich, sofort. Wir haben es geschafft. Oh, Alter! Genau im Kopf vorbei! Ja, komm her, du Sau, du! Ja, aber spät, warum? Eins ist uns unter das Schiff jetzt geraten von dem Loot. Ja, alles gut, haben wir. Dann setze ich wieder die Segel hinten. Scheiße. Hat jemand noch Kaumi? Ja, aber ich kann dir Nagellack geben. Mit Nagellack fixen doch die Mädels immer ab. Ach Gottes Willen. Okay. Oh, bitte fahr auf den Felsen auf. Tu mir den Gefallen, du Blödmann, natürlich. So, rechts könnt ihr schießen. Warum? Oh, ihr habt die Kanoniere aufgeschaltet, sehr hübsch. Dorian, du blöder Wichser, Alter. Kugeln. Oh, das schaffen wir aber, Dicke. Ach Mist, vertippt. Du musst schießen. Cool, ich sehe sogar den Loot im Wasser. Ich segel mal drauf, ich stelle mal auf das Loot. Ja, ich hab getroffen. Linke Seite. Gut, Smee. Mit einer Kugel gleich getroffen. Oh, ich glaube, der Loot ist abgesoffen. Schade. Nein, da ging es gar nicht. Ich hab den meisten Loot, habe ich. Das waren dann die Holzkisten. Also, ich habe eigentlich alles draußen. Da liegt noch was Gelbes, deswegen war das Munitionsbeutel. Ich gucke mal gerade, ob das so das war. Ah, eine Mission ist das. Ja, scheiße. Ja. Versenken tun wir es trotzdem. Natürlich, ja, klar. Das Schiff. Für Ruhm und Ehre, ihr Spritzer, also los. Okay, sie dreht. Ruhm und Goldhorder. Bist du ein Heizpanzer, dich? Ehre hast du nicht. Was? Spritze. So. Ja, Ehrenmann, das ist halt viel zu oft benutzt. Die Jugend weiß gar nicht mehr, was ein Ehrenmann ist. Okay. Ja. Beruhig dich, Affe Meutrich. Oh, die rammen uns. Yay! Schipp doch! Ah, hier die Kanone. Ach, du bist schon rüber. Halt die vom Reparieren ab. Hä? Ich komme. Unter Deck und Reparieren abhalten. Kümmer dich nicht um den Captain. Unter Deck. Ich hab keine Brandkugel. Schade. Ach, so Mist! Er ist gar nicht an Bord. Der hat sie verpisst. Ich wollte entern und bin in die geflogen. Scheiße. Wir haben kein Loch unten. What now? Wir haben kein Loch unten, da musst du mal draufballern. Ah, eine Meerjungfrau.
Oh. Du musst schnell wieder an Bord kommen. Ich knüppel hier die Schweine weg. Wir brennen, so, glaube ich. Bin da. Bitte gucken, wo wir brennen. Ich höre hier nichts, also ich sehe auch nichts. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Hier ist nichts. Draußen, hinter dem Schiff. Ihr müsst einmal rausgehen und dann um das Schiff drumherum. Blöder Affe. Einer müsste vielleicht ein Loch. Hier brennt es. Hier durch die Kapitänskajüte gibt es ein. Ach, da, Hilfe, ich brenne! Ja. So, dann gehe ich wieder hoch. Wo ist das Schiff denn hin? Da ist es. Ich bin noch an Bord, wir haben leider kein Loch. Ja, wir mussten gerade die Feuerstelle finden, habe ich gerade mal mitgeholfen beim Suchen. Ja. Hab jetzt gelöscht, weil ich höre es immer noch knistern. Wo hast du nur Wasser hergeholt? Unter Deck gibt's eine Tonne, da zeige ich dir gleich immer in Ruhe. Ah, hier. Achtung an die Kanone und einer runter zum Reparieren. Du musst immer, genau, immer runter. Oh, wir rammen sie jetzt, ne? Wir rammen sie mit volle Karacho. Okay. Ist das jetzt immer noch? Ihr könnt immer noch, ja, erwarten. Ja, oh, Schreck! Also, oben. Oh, es hat ein Loch. Jetzt aber! Hey! Devil, es wäre cool, wenn du bei uns bleiben würdest mit der Kanone und so weiter. Ach so, ja, okay, hier kommt zurück. Ups. Alles gut. Falsches Schiff. Weil wir rennen gerade. Und Esther muss reparieren. Das Schiff ist voll. Das ist nicht so gut gelaufen. Och. Alle zweite Deckmaschine läuft auch voll. Die gehen gleich unter. Segel hoch schon mal. Nee, geht nicht, ich muss löschen, wir brennen dich da los. Ja, sie gehen unter, sie gehen unter. Wir knarzen aber auch ganz gut. Ist immer noch dabei. Ist immer noch an. Ich kann leider nicht drehen, weil das Feuer ist halt. Okay, wir sind untergegangen. Irgendwo brennt es noch, aber wo zum Teufel? Ja, hinten rechts. Ah, hier oben auch. Ah, und wir haben ganz viel, und wir haben ganz viel Wasser an Bord. Ja. Ich hab's ja zugemacht. Jetzt nehme ich das. Oh, jetzt kann ich beidrehen. Wo ist das Schiff untergegangen? Hier bei mir, wo mein Name ist. Ich bin noch hier. Hinter uns, genau hinter uns. Dann haut mal die Segel. Ist das sehr weit von uns? Nö, aber wir haben nicht alle das. Und. Also auch nicht ist, Schiff, ne? Ah, perfekt. Wie ist es nach all den Jahren wieder zu segeln? Boah, das sind echt ordentlich Schiffe. Bitte? Hm? Ah, ich sehe die Möwen. Ich bin wie immer der Schiffsjunge, wa? du bist der Koch? Smee. Aber nee. Ey, wir sind nicht untergegangen. Nicht schlecht. Ich bin der Reparierjunge. Ja, weil ich das kann. Ich glaube, wir müssen mal unser Schiff mal reparieren lassen. Captain. Deren Captain. Oh, guck mal. Dreizack, Alter. Deine Segel oder Anker? Er ist eher schnell ankern müssen wir. Segel schaffen wir nicht mehr. Ich mag die Dinger. Ja, ja, Anker, Anker, Anker. Ja, nice. So, die Segel alle hoch. Ja, ist hoch. Mann. Ja, drei Affen. Oh, ich liebe es. Drei Affen. Wow! So schöne Farben. Ich sortiere. Ich hole einen Anker schon mal. Rufe.
Devil, wie ist es nach all den Jahren wieder auf Deck zu sein? Nenn mich nicht Devil, du Spritzer. Immer noch Captain Kurtke für dich. Und du segelst gerade mein Schiff, Alter. Okay, Seegurke, wie ist das? Mein Schiff, Affe. Seegurke. Captain Seegurke. Aber heute heißt es für mich Captain Seegurke. Und wie soll ich mich da bitte nennen? Private Rapunzel! nein, das ist ja kein. Wir sind ja nicht, wir sind im 18. Jahrhundert. 17., 16. Ja, weiter! Muss ich mir zu Fresse holen. Oh, ja. Ich sortiere die Schätze sofort. Dann lass uns schon mal verkaufen gehen, dann haben wir schon mal ein bisschen was, ne? Ja, wir sind ja schon Plus 5. Könnt ihr mal bitte hier mal kurz weiter mit der Harpune machen? Ich hab Schmacht, ich muss mal kurz den rochen. Das ist ja Arbeit hier. Natürlich ist das Arbeit. Hier ist Arbeit. Okay. Was macht er denn mit der Harpune? Was? Rapunzel? Knattert eine Seegurke? Kennst du hier Full Metal Jacket? Nein. Ne? Deswegen Private Rapunzel. So, bis gleich. Was macht ihr denn da? Achso, ich wollte noch gerade. Hier sind noch rote Schädel. Nice. Die Schädel kannst du mir vorne bei mir geben. Da dekoriere ich mein Schiff. So, die Pockentruhen müssen wir einzeln verkaufen, nicht bei den. Dankeschön. Eigentlich können wir sofort auf der Dent machen mit dem Schädel, ne? Ja. Aber das schaffen wir nicht. Warum? Ich weiß nicht wie viel. Ich habe jetzt nur zwei gesehen. Hier ist noch einer. So, dann gib mal an, welche Insel ich antuckern soll. Ah ja, danke. Lass verkaufen. Zu einem Außenposten. Ich guck mal nochmal, ob da noch was liegt. Dann nehmen wir aber den Kran, das geht jetzt am schnellsten. Ja, ich stelle alle nach vorne mit den Pockentruhen, die müssen wir einzeln verkaufen. Bitte schwellen. Brauche nur einen Kurs. So, ja, irgendeiner muss gucken gehen da. Ich geh gucken. Am Kartentisch. Wir sind hier. Ich kann nicht damit reden. Wo ist der nächste Außenposten überhaupt? Ich sehe voll die Karte bewegen, ja. Ah, wir müssen jetzt einfach nur straight nach Süden, dann kommen wir zum Plunder-Außenposten. Mhm. Ja, dann machen wir das doch, ne? So, und nach Süden. Oh, es tut so gut wieder zu segeln. Ich habe dieses Spiel so vermisst. Ja, es macht Bock. Habt ihr die aktuellen die Rätsel? Habt ihr die? Nein, absolut. Ja, die Rätsel machen wir. Die habe ich ganz vergessen. Nee, habe ich nicht. Dann lass uns verkaufen und die Rätsel machen. Das dauert eine halbe Stunde, habe ich gehört. Du musst aber auch da einloggen. Nee, du musst dich da einloggen auf die Homepage, das Codewort eingeben und erst dann kannst du die kaufen. Beziehungsweise ich könnte die auch kaufen, aber dann zählt das nicht für dich. Du musst die Rätsel lösen. Und da gibt es vier Codewörter und es gibt halt vier Rätsel. Da loggst du dich auf die Homepage ein. Ah, ich habe vergessen, die Codewörter zu abzudixen. Ja, wie findest du die? Also die kann ich dir sagen, du musst dich halt nur... Ich habe keine Ahnung wo, ich habe es heute nicht gefunden, ne? Ich kann dir die sagen, das ist kein Problem. Nee, die Seite zum Einloggen, das habe ich nicht gefunden. Was kriegt man denn eigentlich? .com, einfach auf der offiziellen Homepage, CFC. Ja, die Seite verwirrt mich jedes Mal aus Neu, da finde ich leider nichts. Dann hast du oben rechts, wenn du das über Handy machst... Nee, ich bin, bin PC-Mensch. Ja, oben rechts in der Ecke wird dann auch am PC sein. Da klickst du auf die Piraten-Dingen. Ich guck jetzt mal nach, wir sind ja eh gerade auf kurz. Den Bildschirm habe ich ja auf den zweiten. Aber wir haben es den Piraten gezeigt. Definitiv. Definitiv. Wir stehen noch, die nicht mehr. Und wir... Ja, ich will euch auch weltlich werden. Immer diese Säufe am Schiff. Ich muss es auch unser Sieg feiern. Schade, dass man nur eine Galli kaufen kann. Mm. So, jetzt bin ich da. Ich habe das Spiel, das ist neu, Community, beobachten, mein Pirat, Support und Store.
Sekunde. Wo bist du? Second, second. So. Ach so, ich sehe gar nicht. Ich gehe auch mal auf die Seite. Ich habe da auch meinen Laptop an. Ja. Ah, es tut so gut zu segeln. Und wenn der Ton etwas rauer sein sollte, dann tut's mal leid. Ja. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Dann siehst du aus wie Drachenlord, Alter. Wart ich? Ja. Ey, Mobbing ist es. Etzeler Mobbing. Auf diesem Schiff ist kein Mob. Ganz oben rechts steht Play Now, rechts daneben hast du so eine Pirat. Da klickst du drauf und loggst dich ein. Kokosnuss. Warte, ich spring mal gerade das Schiff auf Kurs. So, Prost, Leute. So, Seite habe ich jetzt offen. Und oben rechts steht Play Now. Do it now. Ach, jetzt spielen. Ja. Play Now, da ist so ein Piratenschädel. Mit so einem, da klickst du drauf. Und dann kannst du dich da einloggen und dann steht da so final Katze. Stage of the Horn of Hunt is now available. Da klickst du drauf und da hast du dann alle Stages. Ne Quatsch, Affe! Ich habe nur Sea of Thieves Deluxe Edition kaufen. Edition, ne, habe ich nichts. Da ist bei mir kein Schädel. Werde Teil des ganz Crews. Ganz normale Homepage. Da ist ja oben Community World Support Store. Ich bin auf jetzt spielen gegangen und wurde. Werden Sie jetzt. Werden Sie zur Piratenlegende? Rechts neben Play Now. Da ist ein Piratenkopf. Nö, bei mir nicht. Play Now. Bei mir ist er nicht. Dann bin ich wahrscheinlich zu spät. Wir haben schon rausgenommen. Nein, das ist ja ganz normal, wenn man sich da ja anmeldet. Das ist ja ganz normal. Ja, das ist schön, aber ich hab's halt nicht. Links, Schiff. Ja, Sloop. Andere Spieler? Ja. Hehehe. Ne, ich hab den, das wird bei mir nicht angezeigt. Moment. Kann jemand, warte mal. Konnte man hier durch das Gitter gucken auf die Karte? Ging das noch? Ja. Wo sind wir denn? Verdammt. Wer steht am Außenposten? Ja, der ist am Außenposten. Da müssen wir leider. Wollen wir hinfahren oder wollen wir ihn also einen anderen suchen? Mir egal. Entscheide dir. Ach so, das war. Ich will nicht versenkt werden mit dem Loot. Auch wenn es ein auch. Unterschätzendes Loot nicht. Möwen voraus. Dann sucht mal. Guck mal, der Weltenboss. Weltenboss? Was für ein Weltenboss? Da, dieser rote Tornado. Aha. Und was wartet da? Das ist eine Insel und das ist ein Weltenboss. Der Kraken. Der Kraken. Nee, ein fieser Captain. Oh, oh, oh! Autsch! Dann suche ich mal gerade einen anderen Außenposten. Ja. Ich würde auch mal ganz schnell eine rauchen gehen, aber ich hoffe, ich weiß auch. Okay. Wir hätten Plunder. Ne, Plunder Valley ist es nicht. Oh, wenn man ist, sagt Bescheid, ne? Wie gesagt, ja, klar. Anson Spire, da müssen wir ganz nach Osten. Deine Kopfmessen hören halt auch. Ja, ich hab auch welche. Scheiß Dämse. Messer auf! Müssen wir komplett umdrehen. Wir sind jetzt ich muss da früher in die Küche gehen. Sonst tut mir leid. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Oh. Wenn es plätschert, schmeißen wir dich raus. Plätschert, mach ich mal in der Hose. Ist die Sloop noch da oder ist sie weggelockt? Tja. Gute Frage. Ja, die ist doch noch da, schade. Die, oder? Ne, die ist weg. Ja, dann. Dann auf. Wenn die weg ist, ist sie weg. Mit dem Fernrohr könnt ihr auch gut Entfernungen gucken. Ja, das ist logisch. Kam da gerade ein Tipp? Mit Fernrohr kann man in die Ferne gucken.
Ja, von mir. Von Sea of Thieves? Ne, die steht noch da. Die ist noch da. Die haben gerade frisch angefangen, die brennt noch, die leuchtet lichterloh. Ach, sehr, moin, gute Nacht, ja. Ist Pen, wir sehen uns Freitag. Ja, die steht da. Wollen wir es riskieren? Ja, klar. Dann, wir können die Segel ja hochmachen und die aus Prinzip versenken. Ich habe heute 1,3 Millionen gefahren, ich bin zufrieden. Das ist gut. Mach dir Lichter aus. Was ist gut? Ja, 3 Millionen zu haben. Mhm. Die 1,3 Millionen haben wir eingefahren. Yeah. Haben wir heute gemacht. Okay. Ihr habt, wie gesagt, zweimal Flameheart Geisterflotte, dann zweimal Weltenboss und ein kleines Mini vor. Und dann, um 19 Uhr um 19 Uhr verkauft, ne? Wegen dem doppelten Bonus. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, mit den beiden würde ich auch segeln. Blut im Wasser. Ja. Was? Blut im Wasser? Nein, Loot im Wasser. Ja, ist nur ein Stein. Also, ist nichts wertvoll. Ja. Eine Kiste. Ja, okay. Na denn. Die Kiste wäre zwar cool gewesen, aber Wayne Train. Wayne Train. Alter, Junge, würdest du bitte mal wie ein Erwachsener sprechen und nicht wie einer von diesen Nudeln des Frisur mit ihren Deppenzäpfchen? Bitte, ich bitte dich auf Knien mit Zuckerguss obendrauf, lass es einfach sein. Ja, ey. Du bist voll der Boomer. Du bist der Bassmann. Ja, 1900, Du Hund. Oh, muss angekotzt, ja. Captain, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ihr könnt schon mal... Nee, oder? Nö. Ja, was lieber schön sein. Die vordersten... das mittlere Segel hoch. Ach da. Das Ding... In die Borden, ne? Das Ding hat eine Pride-Flagge. Das Ding hat eine Pride-Flagge. Versenken! Versenken! Diese Namen haben sich ausgelockt. Was? Nee, die können einfach... Sie haben sich ausgelockt, deswegen ist deren Schiff abgesoffen. Die können sich auch einfach, also nicht drauf reinfallen, kann sein, dass die einfach das Schiff versenkt haben, trotzdem gucken, ob noch irgendwo eine Meerjungfrau ist. Also das kann sein, das passiert sehr oft. Da! Okay, das Schiff doch, ja. Nee, keine Meerjungfrau in Sicht. Die hatten Goldhorter Flagge 1 auf dem Schiff gehabt. Okay. Aber ich sehe keine Meerjungfrau. Okay, ist weg. Ja, aber, ja. Keine mehr Frau. Die Gender, ja. Wir waren Gender. Nee, warte. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr mehr Jungfrauen im Wasser seht. Wenn die auftauchen, sind sie noch da. Rechts funkelt Loot. Ja, das ist nur deren Flagge. Kann man beim Reaper abgeben. Bringt aber für uns nicht viel. Guten Morgen, Jakobi, Jako, Kolonia, wie geht's dir? Ich hab ne Lappe. Ah, beim Klabautermann, wenn das nicht der Falk und seine Crew ist. Richtig, die Wischcrew. Kommst du her? Wir wurden auf Wisch bestellt und wurden mit AliExpress in die Karibik verschifft. Ironie, nicht mit unserem Schiff. Ich geb's das auf. Wurde nachgeliefert. So, das Schiff kann so bleiben. Und jetzt gibt es Trick 17. Ankam runter? Nein. Nee. Lass dich treiben. Ah, ich muss ja so lang. Dann lass anschreiben. Wo war nochmal der Schalter zum Hochfahren hier? Nee. Unten an der Leiter, an dem Mast.
Smee, was lachst du denn da so? Weil du hässlich bist. Komische Schatzkisten nicht, oder was? Die Pockentruhen müssen wir hier bei dem normalen Zelt verkaufen. Sind auch Totenköpfe. Also nur die, die da weg sind. Ah, unser Schiff sieht ein wenig lidiert aus. Ach, Philippans. Ist noch eine Truhe? Nein, nein, die nicht, die beim normalen. Oh. Eine habe ich auch mal mit. Du mal mit, eine? Achso, warte, hier sind noch die hier. Die können wir noch mal hier stellen für ihn. Und auf dem Schiff sind noch die Dinger, da komme ich aber leider nicht dran mit der Harpune. Hier sind noch Stäbe. Hinten auf meinem Steuerrad sind noch ein paar Totenschädel. An die kam ich nicht ran. Oh, ran, ist das ein Schiff? Nein, Felsen. Felsen. Meerjungfrauen, Felsen. Ali, Felsen. Alles in Ordnung. Kiste mit Holz, okay. Truhe mit. Die Truhe lebt verkaufen mal bei dem normalen Händler. Kannst du auch hier verkaufen. Ja, manchmal zählt das dann nicht. Nö, bei uns zählt das halt, also auf dem PC zählt das. Also wir hatten noch nie Probleme gehabt. Ja, ich hatte damit schon, also oft nicht, aber es gab schon mal Probleme. Halt. Noch was? So, und jetzt hier heißt es verkaufen. Wo war nochmal der Hebel? Da, abwärts bitte. Guten Tag, nächster Stock, Damenunterwäsche, Hausfrauenangebote und Goldporter. Ah nein, ich habe die besoffene Truhe. Ah, wegelhaft. Ich hasse sie. Was geben oder? Geben, ja. Ja, ja. Einfach geben, genau. Dann verkauft man bei der. Die Schatztruhe nicht verkaufen, ne? Die behalten wir ganz schön. Welche Schatztruhe? Die offen steht. Die offen steht. Hier direkt hinter der Dame. Ich hab's ja ein bisschen weiter weggestellt. Oh, die Stäbe brauchen wir nicht, die können wir nicht verkaufen. Doch! Seit wann kann man die Stäbe verkaufen? Vorletztes Update. Ach krass. Aber wenn wir den Feuersturm machen, würde ich die Stäbe mitnehmen. Wir haben eine Aschentruhe. Ich würde gleich gerne einen Schlüssel kaufen, dann können wir hier nach den Schlüssel suchen für die beiden. Damit die jetzt auch. Zwei sind offen, eine ist noch zu. Also zwei sind schon offen, zwei Truhen. Wenn sie nicht verkauft wurden, aus Versehen. Die ich habe, die ist zu. Ja, man kann ja jetzt auch direkt aus der Truhe verkaufen, ne? Ah, das ist geil. Mit X einmal klicken und dann verkaufen. Ja, komm schon. Psst. Man merkt, wie lange ich nicht mehr im Spiel war, ne? Da hast du. Ey! Boah, die Verluste habe ich jetzt wieder reingefahren. Hank, vielen Dank für den Raid! Du wahnsinniger, du! Dankeschön für den Raid, Hank! Und herzlich willkommen, liebe Raiders! Metal! Metal, ihr Lieben! Was geht? Hallo! Lanji! Moin! Captain Charisma! Hallo! Niklas! Metal! Rollo! Klaus! Rody! Christopher, hi, Butcher, Mensch, moin, Chef. Wie geht's euch, Leute? Ackern hier und, wir ackern hier und er steht hier nur rum, weißt du? Typisch. Ja. Ja, darf ich bitte mal Hallo sagen, Naim? Ne. Ciao und viel Spaß. Danke, Hank, für deinen Raid. Du guter Du. Dankeschön. Du drückst dich ja nur vor der Arbeit. Gib's doch zu. Franziska, das wird mir noch gerne begrüßt. Ja, gib mir Mühe. Hallo, grüß dich. Black Phoenix, Metal, Exiland. Ach, wie schön. Sea of Thieves. Niemand spielt das noch mit mir. Der spielt doch mit, Exiland. Und Metal auch dir. Alles fit. Ja. Und der Ranzen ist rund. Er hat gesagt, es spielt keiner. Es gibt auch genug gute Spieler. Exiland.
Was gab's denn schon? Was gab's denn schon bei Henk heute? Was habt ihr gemacht? Ihr lieben Leute. So, wir haben jetzt. Ich. Ja, nice. Das war ja mal ein richtig geiler Reibach gewesen. Ja, ich komm ja schon. Ah! Ey, du musst das lassen! Du musst das lassen, Alter, wirklich. Nein. Das ist aber nicht Diablo 4. Nein, das ist Sea of Thieves. Wer hat denn diesen Papagei denn hier? Christian Brotmann, Metal! Hi! Jetzt zeige ich euch, wie ein Papagei fliegen kann. Soll ich euch mal bezeigen? So. U-Boot-Suche thematisiert und TikTok-Dunis. Und weg. Ja, mit dem U-Boot, das habe ich gesehen. Das ist hart, hammerhart. In den ersten 5 Sekunden. In den ersten 5 Sekunden so sympathisch, dass man einfach folgen muss. Danke dir, Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Wir haben U-Boot geguckt. Hauptsächlich Berichte über die Titanic und dieses U-Boot, das havariert ist. Ist es jetzt schon amtlich, dass die nicht mehr gefunden werden können? Ich glaube bis morgen, ne? Mittag, Sauerstoff und dann ist Ende. Die wollen noch suchen, die wollen noch das. Die wollten halt, bevor wir angefangen haben zu segeln, kam die Nachricht, dass die Klopfgeräusche nachgehen wollen. Ja. Dass die Schiffe bereit sind und hinsegeln wollen, aber die wissen noch nicht, wie sie das Schiff bergen wollen. Ja. Das ist noch ein. Ich wechsle gerade mal auf den PC, denn auf der PS5 habe ich neben Delay. Bis gleich. Ja, dann bis gleich. So, und alle Segel runter, bitte. Richtung Nordwesten. Ja. Die sind noch nicht tot. Ich glaube, die haben eine Bar mit Elvis auf dem Mond eröffnet. Sag das sowas nicht. Also, von wegen großer, runder Metallsarg. Also, ein 250.000 Euro teures Wassergrab ist schon. Ja, ne? Wenn man ehrlich ist, ich glaube, das Ding ist durch. Ich glaube, die Leute sind nicht mehr zu retten. Sehe ich auch so. Ah, den Weltenplatz, alles klar. Ey! Vodkato, Devil, mein Bester! Trinke ich jetzt noch ein entspanntes Bier oder gibt's einen Gin Tonic? Was würde der Captain bevorzugen? Ich bin heute eine Schlackenschammes. Also, Captain ist hier Falkengesicht. Also, der da oben. Ich hab mich hier untergeordnet. Hast du einen Multistream gemacht? Nein, ich wurde geraided. Von Henk. Das war nicht meine Frage. Nein, nur Twitch heute. Black Phoenix! Deswegen dachte ich so, hä? Über dir? Sea of Thieves auf PlayStation 5? Nein, PC. Also ich PC. Tja, Motte, das war dein Todesurteil. Ich in eine heiße Lampe. Ich brauch keine Konsole mehr. Ich hab hier mein Gaming-PC und es reicht. Ich hab's nur mal so toll wie ihr. Ey, Rollo, schön, dass du bei mir bist. Grüße dich, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut und hast einen schönen Abend gehabt. Oh, mir wird schlecht. Der Seeyang, das ist ja. Okay, Captain Saran, wo geht's hin? Erstmal die Segel in den Wind schaffen. Okay, das ist. Moment. Halt! Falsch! Ah, wir kommen vom Kurs ab. Nur eigentlich nicht. So. Ja, sauber. Und was für TikTok-Dudis habt ihr geguckt, meine Lieben? War ja bestimmt wieder Rainer mit dabei, wa? Herr Zattler. Oh, habt ihr noch ein paar neue Perlen gefunden? Ich könnte hier eigentlich den Stream von mir schicken. Oh, komm mal her. Die üblichen. Okay, Black Phoenix. Gut zu wissen. Aber gibt es das als PlayStation 5? Dachte, es war ein exklusiver Titel für PC und Xbox. Da ja die Frage mit Sea of Thieves auf PlayStation 5. Gibt es das mittlerweile auf der 5? Ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, das ist immer noch. Chrissy und Daniel, das Ehepaar, das mit Rainer mal streamte. Ach du Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was man in diesem Game macht. Ich habe immer unterm Deck gesessen und den Grog gesoffen und den Captain sie sich zu kotzen. Ja! Rainer darf man auf Twitch leider nicht zeigen. Naja doch, tue ich ja auch. Ab und zu mal. Ekelhaft. Ab und zu, ne, wenn mir wirklich mal der Kragen platzt, dann zeige ich den Dicken auch hier. Ne, also, ist eben nicht alles nur YouTube bei mir. Content. Ist Sea of Thieves im Game Pass? Ja, ist es und wird auch immer drin. Ich glaube, das wird auch so ständig rausgenommen. Weil das von Rare ist und Rare ist halt die Xbox-Programmierer. Anekdote?
Rare war damals für Super Nintendo zuständig. Dann wurden die für einen sehr hohen Betrag, über Millionen, einen sehr, sehr hohen Betrag verkauft. Und die zwei, die Rare dann irgendwann hochgezogen haben, sind rausgegangen, sind wieder zurück zu Nintendo und Rare hat da ab da nur noch Mist gebaut. Also die haben da echt nur noch, die wurden nachher zu Kinect-Spielen verdonnert, weil die einfach nur Mist gebaut haben. Ja, dann haben die sich gefangen, neu sortiert und haben dann Sea of Thieves auf die Beine gestellt und mit Erfolg. Huch. Es kommt immer wieder regelmäßig Content, es kommen immer wieder neue Patches, es ist einfach geil. Seit sieben Jahren. Und oh ja. Die müssen, das ist das Erfolgsrezept, ne? Meerjungfrauensmarkt, Böses! Das Böse ist der Bosch! Böse? Gestaunt, der Tank heute Kill Diablo gezockt hat im Live. Ja, danke schön, dass du mich angekotzt hast. Vielen herzlichen Dank, Edzardler. Das ist Mobbing. Muss ich wieder mit den Mobbing-Bomben dazwischen gehen? Da kann ich das ja mal mit Falken Gesicht zocken und ich distanziere mich auch davon, dann ihn versuchen zu rammen, ganz ohne Boeing 747. Den meinst du, wer sagt das denn jetzt? Rollo. Na? Warte, hier, Klampfe und so. Headbanging! Ihr wisst ja, ne, immer schön den Schlaganfall gegen die Wand, ne? Wenn man die so macht, immer. Ist einfach so. Bitte? Was meintest du? Ich kämpfe nur gerade. So, der Weltenboss ist gleich da. Ja, ich versuche hier das Segel betrunken. Na denn. Da wird ja richtig gemeddelt, ja, ne? Pagan-Metal und so, wisst ihr. Hedgewobbel, genau. Immer wenn ich so mache und Schlaganfall kriege, dann. Also hier, eigentlich müsste Hank das den Namen dieses Schiffes lieben. Sind wir Hank da oder was? Hank ist schon los. Hank ist schon lose, schon loose. Er ist Storm, Piraten-Metal. Ich müsste diesen Namen lieben. Warte mal, Lanchi. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Kleiner Moment, ich nehme mal kurz bitte eine Sekunde. Sekunde. Mikusi. So, für Sir Lancelot und für die Raiders ein bisschen Piratenmusik. Piratenmetal. So. Das Abendessen. Die Reaper müsste ich noch auf 75 bringen, dann habe ich alle, dann bei denen bin ich noch nur gerade mal 50, 53 geworden. Ja, lass uns alleine für Abendessen, voll cringe. Wer isst? Ich dachte, du warst gerade nackt, ne? Nackt. Wo ist dein Affe Meutrich? Wer hat meinen Affen gesehen? Ich guck mal. Blöder Affe geschossen habe. Oh, bitte nicht, Alter. Oh. Ah, ich geh kotzen. Was denn? Was denn? Ey, Alasche, was machst du denn da? Die Bank lenken sie an meinen Steuerrad. Ich lenke bestimmt nicht mit leise, man kennt das auch, man hat sich Gedanken geschrieben von den Leuten. Halt ihr die Schnauze, seit so und so vielen Tagen, nur so ein Graf. Ja, es ist Sommer, ich mach das Fenster noch im Sommer nicht zu. Auf die Oropax. Ja. Ist doch wahr. Blut im Wasser, recht? Yo, ho, ho. So, wir sind jetzt gleich da. Ja, Aquarius hab ich. With a bottle of rum and a yo-ho-ho. Ja, schade, dass ich deinen Chat nicht lesen kann. Das ist echt schon ein bisschen schade. Elfson sind geil. Ja. Live auch richtig Party. Auf jeden Fall. Das hintere Segel ist noch da, aber wir können ja mit dem Weltmast können wir mit der Kanone zerlegen. Eigentlich braucht man nur vier von den Stäben, viereinhalb, und dann ist der weg. Aber die haben wir gerade verkauft. Also es war mal so, ich weiß nicht, ob die das gefälscht haben. Ach so. Ich hab ein Glas verdreckt, frag mal, was da drin ist. Hat
Kopfbälle, drei. Jo! Vier Böhme. Ja, er Böhme. Hä? Ja, man spielt einfach Pirat. Und macht Piratensachen. Das ist der Sinn des Spiels. Alter, Franziska, ja, genau, Entschuldigung. Was ist der Sinn von dem Spiel? Ich verstehe gar nichts. Einfach nur Pirat spielen? Ja, genau, und halt Schiffe entern, Schiff versenken. Also ich kann es gerne nochmal erklären. Das kann ich manchmal unheimlich gerne. Sea of Thieves ist ein PvE-PvE-Spiel. Ich würde es eigentlich schon als Adventure bezeichnen. Ein MMO-Adventure. Wo du halt unter fünf verschiedenen Flaggen segeln kannst. Goldhorter, die sammeln Gold. Handelsbund, da fahrst du Handelsfrachten. Seelenorden, die sammeln Geisterschätze und Schädel. Und Reaper, die klauen alles und jeden und machen auch alles platt. Und dann gibt es halt noch die Athener, die sind ganz speziell. So, und dann machst du halt Telltales, also Piratengeschichten. Es gibt so Bücher, da kannst du Geschichten erleben. Momentan ist hier drin Fluch der Karibik, was so nach dem dritten Teil spielt. Und ja, und dann kannst du dich mit anderen Spielern prügeln, wenn du Bock hast, oder sein lassen. Das so eigentlich das grobe Spiel. Oh, oh. Kannst du halt auch ganz viele Abenteuer, unterschiedlichste Missionen, Rätsel, Weltbosse. Ja. So wie ihn hier gerade. Und wenn du halt noch andere Spieler spielst, dann schreibt sich das ganze Spiel komplett neu. Du erlebst, du kannst jeder Tag in Sea of Thieves ist anders. Du hast Tage wie jetzt, haben wir unsere Ruhe, und dann gibt es Tage, wo du denkst so, boah Leute, ernsthaft. Ich komme mit der Kanone noch nicht ran, leider. Shit! Ganz viele kleine Hints auf irgendwelche alten, vergangenen Spiele, auf Serien von früher und, ja. Und. Also eins habe ich gesehen, da wurde... Und es kommt jetzt bald, kommt ein Monkey Island Special. Dann steht Sea of Thieves komplett im Zeichen von Monkey Island 1 bis 3. So grob. Die Erklärung hat das Spiel direkt spannend mal gemacht, danke. Rare war auf M64 so geil. Ja! Was war... Ich muss den Spielsound leiser machen, Moment. Was hat er so geschrieben? Rare war auf dem M64 so geil, sagt Rollo. Ja, das war Nintendo-Firma, richtig. Und dann wurden sie nach Microsoft verkauft und dann haben sie noch abgelöst. Fällt der mal um? Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ne? Ja, jetzt hast du den Baum erwischt, aber so ungefähr. Jetzt kann man rausknüppeln. Ja. Ich komme jetzt in Phase 2. Okay, los! Los! La 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 Runter von meinem Grundstück! Runter von meiner Insel! Oh Gott! Ananas! Alter! Gerade Munition. Scheiße! Ich sehe ihn leider nicht, ne? Ein bisschen Munition, wenn nicht schlecht, ja. Haben wir was? Ja, die Skelette hier verlieren. Ah, Mist! Scheiße, Mann! Könnt ihr den mal ein bisschen mehr zum Strand ziehen, so hinter den Bäumen? Dann kann ich ihn. Ah, da ist der. Hinter den Bäumen. Ah, Mist, ich bin tot. Fuck. Lebt ihr so nicht? Lebt! Lebt! Liebe! So. Klingt nach, Serge Tangian. Ja, war gerade der Soundtrack aus, Metal Hellsinger. Echt geiles Spiel. Also, wenn ihr auf Metal steht, ne? Metal Hellsinger. Super Spiel. Ich fand das okay. Ey, komm, der Soundtrack ist doch mega. Ah, das auf jeden Fall. Also, es ist ganz cool. Hatte ihn. Der Soundtrack des Spiels und die Sänger, die sie da gekriegt haben dafür, ist schon Hammer. System of a Down, Soilwork, Enemy und so. Boah! Wenn man richtig headbangen wollt. Hast du mir was zugelesen? Du hängst unter Deck rum, betrinkst dich mit Grog und kotzt den Captain an. Metal Hellsinger, da hängt die Demo. Alleine segeln. Ich auch.
Rollo. Ich auch. Ich hab damals auch die Demo gespielt. Habe aber auch die Vollversion. Mann, jetzt ist doch mal gut, du blöder Flachwichser. Er ist sauer. Die rote Hut ist sauer. Ja, ja. Ich komm jetzt auch nicht mehr hier. Was ist mit dir, du Dreckchen? Ah, nee. Ui. Da, die Kavallerie kommt. Ich hab ihren Cousins geholt. Jetzt kommen die Hater. Rainer, Herr Wiegler. Rüttelt an meinem Tor. Genau, jetzt wird am Tor gerüttelt, genau. Ah, brennt schon wieder. Wasser. Ach, schön warm. Raucherlunge, wa? Düdüm, düdüm. Oh, ich hab ihn getroffen. Nice. Shit, 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 shit. Mist, ey! Verdammte Scheiße! Nee. Eine Kugel kann ich nicht essen. Solo Nation hat mich hinzugefügt. Wer ist denn jetzt, 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 gleich beginnt Phase 3, die kniet sich hin. Volle Möhre drauf. Komme, komme! Mit dran, Anarche Fand! Jetzt. Müsst ihr aufpassen, jetzt macht die zwischendurch so einen Kometenregen. Jetzt zum Beispiel. Und dann kann das Boot halt, ihr müsst auf dem Boot ein bisschen aufpassen, dass, ja, ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Oh, Scheiß! Die mobbt uns! Die wirft mit Rotkohl. Ja, die wirft mit Rotkohlgläsern, genau, ey. Die Mucke in dem Game ist auch so geil. Komm schon! Ja, das ist eins der schönsten. Ich bin ja weg. Deswegen lasse ich auch gar keine Musik laufen, weil das Spiel einfach eine richtige, selber eine super schöne Musik hat. Oh, ein Zäckchen! Jetzt aber. Er schreibt mir denn jetzt schon wieder? Leute, ich bin hier gerade am Segeln und Kanonieren. Ich kann nicht schreiben, lesen. Was? Also, ich kann schon lesen, glaube ich jedenfalls. Ich bin schon gar nicht mehr bei mir im Chat. Du kannst lesen? Hab nie gelernt. Ich bin Pirat, deswegen bin ich zur See gegangen. Time of my life. Aber zu ruft man irgendwelchen Leuten Blödsinn. Doch gar nicht ja. Die haben mich geködert. Die haben gesagt, ich kann eine Karibik-Kreuzfahrt machen. Fuck, das Scheiße! Ja nicht wurde, Mann! Das haben sie nicht gesagt. Auf Kreuz legen wollen sie dich. Tot! Ja, sag ich ja, ne? Ich bin tot! Nein! Macht nichts, das sind schon Lebe! Stock ist ja noch da. Scheiße, nee. Ich hab auch keine Energie mehr, keine Früchte nicht mehr. Ah! Mist. Ey, diese verdammten Scheiß-Skelette, ey. Ihr könnt mich mal. Alter. Ja, das war's. Tot. Okay. Psst. Ich hab doch gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich hab doch gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich an der Kanone stehe. Oh, die ist tot. So, mach auf. Ja. Dann jetzt sag mal vorne hier auf, überall. Jetzt vorne hier überall, genau. Schätze, die bringen wir hier in Harpunenreichweite. Ich zeig euch mal, wo ihr hinraponieren sollt. Genau da. Am besten hier so. Wo ihr hinraponieren sollt. Ich zeig euch mal eben, wo ihr hin ramponieren sollt. Ramponier dich auch gleich mal kräftig von hinten, mein Freund. Was? Nein! Bestimmt nicht! Was steht da drauf? Wir Bede, ramponier es mal aus, wer jetzt der Captain ist. Also zuerst tritt ich dir in die Eier und dann trittst du mir in die Eier. Und der wird mit der Setzer steht, der gewinnt. Gut. Du hast ja nicht gesagt, was ich runtertragen soll. Okay, machen wir. Haha. Geht mal alle bitte an Land und helft mal mit, hier die Schätze zusammenzutragen. Smi, was lasst du denn da so? Ja, komm ja schon, mach ja schon. So, erst sag du. Hopp, rüber mit dir. Chat, was gibt's bei euch sonst Neues? Wie geht's euch? Wie kommt ihr klar mit der Dämse? Gibt es sonst was zu berichten? Ja, klar, mach ich. Ja, du warst das. Alles klar, dann werde ich dich gleich annehmen. So. Do it now. Ich hab das Skeletten gekillt. Get to the chip.
Get to the chip. Get to the chip, do it now, you son of a bitch. Lass die hier erstmal stehen, die Truhe. Dann ist die Wutruhe, die stellen wir gleich auf die Spitze. Dann tu die mal rechts am Felsen. Tu ach nee, da vorne. So. Geil. Ja, stell die mal hier beiseite. Genau dahin, da weiß ich, dass ich sie nicht ankern soll, wollte ich schon sagen, harponieren soll. Euch nicht beim Brüllen hören und GT7 gucken. Naja, solange wirklich Brüllheulen ist, was ist denn GT7? In World of Warships hat jeder sein eigenes Schiff, aber heute sind wieder nur süß Wasseradmiräle auf See. WoW, erst muss ich auch mal wieder spielen. World of Warships, also... macht Spaß. Mir macht es Spaß. Ja, sicher. Naja, wie gesagt, momentan bin ich halt noch bei Diablo noch ein bisschen beschäftigt, sonst ein bisschen GTA. Mittlerweile auch wieder ein bisschen Minecraft, wenn mir danach ist. Weil, Sommerloch, die ganzen fetten Titel kommen ja erst noch. Musik hören und euch lauschen. Nebenbei mache ich meine Lieblingsbeschäftigung. Quatsch reden. Kann man sich erreichen. Indie-Spiele, ne? Die Demos, die ich ja gespielt habe. So Gran Turismo 7. Das Spiel, das ist auch cool. Geil. Kann man in dem Spiel auch U-Boote bergen? Nein, leider nicht. Goldbeutel, ne? Mensch, hätte ich gewusst, dass Hank mich heute railt, dann hätte ich auch meine Facecam nochmal von angestöpselt, aber. Ja, jetzt ist es halt so. So. Ja! Ah! Wie weit ist es denn? Ich schaue mich mal um wegen Feindschiffe und so, aber bis jetzt sieht es echt gut aus. GTA Online, ja, spiele ich auch. Joi Hopp sorgt. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Die drei. Ey! Warum holst du mich denn zurück? Weiß nicht, ich will nicht zanken. Alter, ich zank dich gleich, indem ich deine verdammte scheiß Nussschale da versenke. Lass es! Ja, dann muss ja da draußen selber schwimmen, wa? Mach nichts, Alter. Der mobbt mich. Oh! Nicht sein, auch ich habe immer gesagt, dieses Spiel ist kein Mob, wir können dich nicht mobben, das funktioniert einfach nicht. Hallo? Ja? Habt ihr den Schädel von der? Ja, also da waren gerade einige bei dabei, also. Oh! Was ist das? Muschelmänner! Lauft! Was ist das denn so? Hä, was ist das denn? Hallo? Hä? Okay, dann nicht. Was denn? Achso. Doch, Sena. Muschelmänner! Hallo, halb Muschel, halb Mann! Oh, wunderbar. Da passt ja noch der Schädel hier rein. Zack. Ey, der hat die Kotzen! Also, dann hol ich mal die Wutruhe. Kiste. Da liegt noch was Goldenes. Oh, was Goldenes? Mal, Devil, da wo ich jetzt hinten harponiere. Kann man die irgendwie besiegen? Hab ich. Besiegt. Ja. Oh Mist. Das war's. Du musst erst den Typen killen, der da auf dem Boden sich zusammen gewutzt hat. Der mit dem Schild. Und dann haben die anderen kein Schild mehr. Ach so. Alter! Pum! Du Goofy! 10.000, den kann man auch als Flammenwerfer benutzen und es gibt eine Belobigung, wenn man damit 10 Schiffe anzündet. Mhm. Aber wir können den auch so einfach verkaufen. Horror und Survival. Also ich habe letztes Halloween in meinem Live ein Horror-Game gezockt und mir fast dezent das Höschen nass gemacht. Verdammte... Ah! Hilfe! Jungs! Oben aufs Deck. Smee! Ich glaube, der ist sauer. Ich hol schon mal einmal Wasser, dann macht der gleich Kabum. Ja, auch dich. Mist. Da kann ich schön ragen und explodieren. Das ist mir egal, das ist kein Beinbruch. Oh. Puff, da war er weg. Okay, na los, zurück. So, wo haben wir den nächsten World Event oder wollen wir wieder verticken? Wir nehmen noch mehr. Was ist mit dem Typen, der da hinten steht? Exilant, also, ne, eigentlich recht einfach. Also auf Steam, wie Devil 85, ganz normal. Und, in GTA, da habe ich eben,
Rockstar A-Social Club, ne? Also da ist der Name schon ein bisschen komplexer, den müsste ich dir mal anderweitig zukommen lassen, entweder hier via Flüsterfunktion oder so. Warte, Mike, ich suchte bei ihm draus, das war wirklich ein längerer Name. Ach, wie mag ich jetzt am blödesten? Kann man den Horror-Stream noch ansehen? Also hast du ihn gespeichert? Ja, auf meinem YouTube-Kanal. Denn ich mache auch manchmal Multistreams auf YouTube und mache da auch so ein bisschen Quatsch und Schabernack, reagiere auf Dullis. Ah! Du sollst das... Anarchophant. Ja, Entschuldigung. Ja, auf meinem YouTube-Kanal. Ist unten in den Panels. Oder Aquarius haut vielleicht da mal rein. Devil, wie bist du bei Diablo? Ja, Gott, wer bin ich jetzt? Drehen ja das Schiff, oder? Akt 5. Ah, einmal die Truhe löscht. Hier brennt. Ja, weil die Truhe explodiert ist. Warte, Exilant. Erstmal annehmen. Plöng. Okay. Hab dich auf 7 schon gefunden, ne? Ja, das ist ja auch nicht schwer. Ja, dieses Rockstar-Dings ist ja nur Nebensache. Ja, warte mal, ich, hier, Ding und so. Moment. Muss ich mal eben aufstehen, ne? Also, ohne Hand. Beweise. Lass zum Außenposten, damit wir die Truhe da loswerden, ne? Ja, ich hab ihn schon angewählt. Ich wollte nicht Port Mary nehmen, weil das, die Stadt kenne ich mich nicht aus. Der ist mir zu komplex. Ach Quatsch, der ist da hier direkt. Aquarius, ja, danke für das Teilen meines YouTube-Kanals, du Wahnsinniger. Ey, Blutimann, ich küsse doch dein Herz. So, warte. Dann gib mir den Kurs für den Port an. Welche Himmelrichtung? Norden. Nord-Nordost. Dann drehe ich. Ja, Nord-Nordost. Oh, man darf das Wort Wichser nicht schreiben. Doch, bei mir schon. Port Mary? Nice. Erstmal auf YouTube abonnieren. Finde euch richtig witzig. Danke, Franziska. Ne? Also ich mache halt, ein bisschen querbeet Content. Also eben reagieren auf Arschlöcher wie Rainer, aber auch Party-Streams mit Falke. Manchmal ist auch Anarchophan mit dabei. Wir saufen ein bisschen. Wenn ich das hochladen müsste ich so viel rauspiepsen, ne, Alter. Neben eure Musikwünsche dann mit auf Party-Streams, mal ein bisschen Gaming, Reactions und so weiter und so fort. Was sich gerade einfällt. So, hier. Segel so gut es geht in den Wind bitte richten. So, da ist mein GTA-Name. Der Wind kommt von da, genau, ist richtig. Okay. Segel sind mal verkauft, da friert auch gar nichts. Ist egal. Ist noch Löcher drin. Doch, bringt wohl was. Siehst du, ich hab schon Windschub gehabt, also. Was? Nicht weh, sondern... Also nichts von uns. Ja. Winkler, sprich. Das ist aber nicht Nordosten. Nord-Nordost, hab ich gesagt. Ja, was war... Die Kiste hat gespuckt. Die war Nord-Nordwest. Oh, bin tot. Die Kiste hat mich angespuckt. Gesundheit. Egal. Wir sind auf Kurs. Ach, und danke fürs Abonnieren meines YouTube-Kanals, ihr Wahnsinnigen. Was denn jetzt? Wir wollen doch hier hinfahren. Zum Port, ja. Jetzt sind wir auf Kurs. Ja, du hast gesagt Nord-Nordost, aber die Insel lag Nord-Nordwest. Deswegen. Nee, ich hab Nord-Nordost. Und das zweimal, deswegen. Wo ist denn hier Fressi? Hier. Kein Ofengäse mehr? Ich hab's doch gewusst. Dann kommt von vorne. Halloween-Stream. Ja, ja, da war der. Oh Gott, ich hasse Horror-Games. Truhe, was? Wie ist das Ding? Truhe der Wut. Aha. Ja. Hass ist keine Emotion. Wut aber schon! Der schwimmt was. Wo? Boah. Ja. Wut. Hm. Okay. So, dann steuern wir den Posten an. Du da. Vorne links ist, da bist der Herrscherplatz. Also du steuerst genau drauf zu. Ja, genau, mit diesem Stoffdach war das, ne? Genau. Ja, habe ich doch richtig in Erinnerung.
Der Leuchtturm war es nicht, da bin ich letztens drauf, sind wir letztens drauf reingefallen. Ihr wollt da jetzt hin? Ja, klar. Deswegen hasse ich Rainer Winkler. Also ich habe jetzt schon einen etlichen meiner Streams gesagt, und ich sag's auch gerne nochmal für die Neuen, die jetzt mit dazugekommen sind. Jeder andere, ne, wäre schon dreimal im Knast gewesen, anstatt hier dreimal Bewährung zu kriegen und Narrenfreiheit zu genießen. Aber erzähl doch mal von deinen Lieblingstypen. Du wolltest ihn noch publik machen. Ach so, Nick Nando! Ja! Die fett und voll, die fett und voll fressende Drecksau, die sich via Betrug auf LaVou gesund gestoßen hat und jetzt so auf TikTok eben Menschen mit Behinderungsgrad eben vor die Kamera zerrt und sich darüber profiliert. Ja, das ist ein riesen Flachwichser. Und lustig macht. Und lustig macht. Und lächerlich macht. Richtig. Und das bewusst. Du meinst diesen ominösen Drachenlord? Ja, richtig. Hier, ihn hier, warte. Hier. sind die anderen auch bei, dabei, wenn du auf YouTube Let's Plays hochlädst, oder haben die einen eigenen Kanal? Falkensich Games hat einen eigenen Kanal, Anarchifant hat einen eigenen Kanal und S-Dog nicht. Falke ist so blöd. Falke ist eher der Gamer hier. Also ich habe wirklich viel mehr Spaß an der Interaktion mit dem Chat und dem, was ich so zeige. Eben, ja, Interaktion mit euch. Gaming ist halt, also, ja, muss ich halt Bock drauf haben und Zeit und so, ne? Der hat eine Narrenfreiheit wegen dem. Die Riemen, verdammt nochmal, der Anker muss gelichtet werden, ihr faulen Hunde, sonst kommt morgen früh die Peitsche. Ich bin gerade auch auf Twitch und ab Freitag habe ich auch meinen Laptop verbunden und dann kommt eine Kamera dazu und ja, ich stream in letzter Zeit öfter, aber noch alles sehr unprofessionell. Opferbonus, ja. Heuli, heuli für Barne, ja genau. Barne müssen ja. Barne, Barne und nochmals Barne. Bei mir sind es Dublonen in diesem Spiel. Dublonen, Dublonen und nochmals Dublonen. Also Gold, Gold, Gold und nochmals Gold. Naja, aber guck mal, ist doch, ne, wir haben ja schon... So, Devil, jetzt schwing mal deinen Hintern und verkauf mal mit, du faule Socke. Ja, ja. Weißt du, ich schieb hier meinen Arsch jeden Morgen hoch, weißt du, und der setzt sich hin auf TikTok, macht Heuli Heuli und, ja, 2000 monatlich für die paar Dinger, die er da macht. Das ist Wahnsinn. Obdachlos. Ey, geht auf keine Kuh heute, ich sag's euch. Halten hier. Ja. Ja, bei der. Die Schatzkiste nicht verkaufen, ne? Die können wir vielleicht nochmal noch gebrauchen. Jetzt wurde die Schatzkiste verkauft. Nein, nein, hier ist einer. Na, wenigstens einer. Weil für Kleinkram ist die halt sehr, sehr gut. Da muss man nicht immer einzeln reinschleppen. Mhm. Da passen nicht drei Gegenstände rein. Deswegen sind die Dinge eigentlich. Wo haben wir denn überhaupt, meine Lieben? Ach ja. Falke, beantworten Sie meine Lego-Frage und betreiben Sie Fan-Management. Wie gesagt, hier auf Sie leider ein bisschen. Forte, hast du das neue Lego Pirates Forte schon gesehen? Sau geil, aber arschteuer. Nee, wie teuer ist es denn? Unprofessionell, jeder fängt irgendwann mal an. Alles gut, haha. Devil, sind Sie aber am Arbeiten, ne? Ja, richtig, ich bin hart am Arbeiten, ne? Nach einem weiteren Tag des Schmorens in der Sonne und dem Verarzten meines kranken Sohnes, ja. Ja, mach jetzt. Ja, ich mach grad noch Nachtschicht. Ja, ja. Ah! Danke. Da muss ich dran gewöhnen, Devil, dass es leider gang und gäbe in diesem Spiel. Ja, das. Puh, Schock. Ey, Mostrich, komm her. Mostrich. Meine heißt Meute. Möter! Der Möte wäre auch bleiben, ne? So nenne ich den Hund. Ich nenne dann den Hund Möte. Der selbstständige Nachtschichtler, genau. Oh, das. Hä, was nu? Sir, die Spiel, wir werden auf einen neuen Server geworfen. Ah, okay. Ach, weißt du, Vodkato, ich, ne? Ich bin ja eben dieser Primetime-Streamer. Wenn ich live bin, dann halt immer um. 15. Um 22 Uhr. Einer muss gerade mal runtergehen und gucken, ob wir Schäden davon getragen haben. Weil eben tagsüber halt Arbeit, Familie, Frau, Kinder, das ganze Programm. Und dieses Abkommen, sag ich jetzt mal, mit meiner Frau war, du kannst halt abends dein Kram machen mit deinen Streams, mit dem Komponieren deiner Musik und so, wisst ihr Geier was. Alles abends. Auf in das Geister-Event. Dann heißt es jetzt Schiffe klatschen. Schiffe klatschen? Wenn ihr Bock habt, weil hinter uns ist mir nicht gerade das Event aufgeploppt. Plöpp! Oder wir machen weiter die Fore und klatschen Spanier in zu Brei. Hm.
hätte gerne die Barracuda Bay, aber keinen Platz mehr. Ich habe auch keinen Platz. Guck mal, mein Schrank hinter mir ist so voll mit den ganzen. Noch Snake Mountain werde ich noch weiterbauen. Am Sonntag habe ich das überlegt, dass ich das weiterbaue und ein bisschen, ja, so einen Mini-Community-Tag mache am Sonntag. Nur, dass ich ganz gemütlich aufstehe, frühstücke, wir gucken dann wieder alte Serien zusammen und dann baue ich die Burg ein bisschen auf. Franzi, bist du gerade echt gefolgt? Also, YouTube sagt nämlich, nö. Das baut vielleicht noch was. Ja, ja, manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Ja, ich müsste eigentlich auch pennen, hat aber fühle ich heute nicht so. Ich hab Bock. Ich müsste auch, ich hab morgen eigentlich wieder Physiotherapie. Um 8. Das wird dann. Oh, danach habe ich da so derbe Kopfschmerzen, ne? Ach, siehst du, das wollte ich machen, ich Idiot, siehst du? Haha, ja, typischer Berliner Move wieder. Über Kopfschmerzen klagen, aber zu blöd, was einzupfeifen. Na, warte mal, dann mal gleich mal. So, und während wir segeln, gucke ich jetzt nach der Lego Pirate Fortress. Hat Lego wieder schöne Pirate-Sachen drin? Wenn ja, dann könnte ich mir das überlegen als nächstes Projekt zum Bauen über. Wow, ist die hübsch. In meinem Garten. Wow, ist die hübsch. Zum Verschönern. Nach dem Ameisenspall spare ich mir die zusammen. Was? 400 Euro? Habt ihr Lack gesoffen? Lego. Doch, ich folge. Piratenfestung auf Stein. Ach, das, die ist aber schick, aber nicht das, was die glaube, was er mir, glaube ich, zeigen wollte. Dann nochmal recht schönen Dank. Ah, jetzt, okay. Gut. Danke, Franzi. Jetzt, okay. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Die Lego-Sets sind aber hübsch. Die Festung Inselport. Die ist aber cool. Aber AliExpress. Ah, mal gucken. So, wo ist das Knochen-Event? Bin ich schon dran vorbei? Ja, ich sehe dann auf jeden Fall. Safe, klar. Ja, geradeaus. Komplett. GTA macht wie Sea of Thieves einfach keinen Spaß. Hä, warum? Was macht keinen Spaß? Also ich finde Sea of Thieves ist ein cooles Spiel und GTA ja, zeitweise auch. Aber ich muss halt eine Bock drauf haben. Ich bin gerade vom Steuer weg, weil ich will gucken, ob wir Reaper auf der Karte haben, damit wir keine böse Überraschung erleben, aber bis doch. Ja. Nein, wir haben ein PvP-Spiel auf der Karte. Kommen, Acht geben. Bitte? Sag, wenn wir angekommen sind. Ich klicke mir in dein Bett. Wir haben PvP-Spieler im südlichen Bereich, südwestlichen Bereich. Der hat die PvP-Flagge gehisst. Wir versuchen die Server-Hopping zu machen, oder? Was ist das? Wu-Tang! 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 I got to bring the band! Hardcore to the band! Donner-Donner-Billion! Dieser Jackenkacke steht ja gar nicht! Oh! Einfach kein Spaß alleine! Meinte ich. Und ich heiße bei GTA Albrecht 1463. Okay. Super. Na, dann nehmen wir doch mal an nachher gleich. Das versteht sich doch. Aber jetzt nehme ich erstmal schnell eine Paracetamol, wenn wir. Schlaf gut, Rollo. Dann sehen wir uns wahrscheinlich. Ja, morgen habe ich Pen and Paper. Vielleicht, weiß ich nicht. Mein Hals fängt langsam an weh zu tun. Wahrscheinlich habe ich morgen keine Stimme. Nacht, Rollo und Metal off! Und? Das heißt, soll ich jeden anschreien? Heiko. Franziska, danke für den Follower, das ist echt lieb von dir. Vielen, vielen Dank und willkommen in der Schwarmflotte. Teil der Crew, Teil des Schwarms, Teil der Crew, Teil des Schwarms. Eine Eule, bin großer Eulen-Fan, ich auch. Eulen sind nämlich Luftkatzen, aber ich mag auch das hier. Ich hätte gern einen hiervon, passt auf, wartet. Das muss ich meine Besten, wenn du das Nachtelfe schreibst, Devil, die wird sich über diesen Vergleich übelst freuen, ne? Welchen Vergleich? Dass die Eulen fliegen, diese, was hast du gesagt? Luftkatzen. Was sind Eulen? Luftkatzen. Ja, da wird die sich drüber freuen, genau. Weil sie liebt Katzen. Aber, lieber Chat, ich wünsche mir einen Halsbandsittich, also den hier, sowas hier. Ich krieg bald meine Ameisen, du da, dann hat sich das 3 Monate Sparen gelohnt, du da, Day. Ihr seid so süß. Und da hang euch, habe ich die Hälfte zusammen und ich freue mich richtig, mit euch das Gehege einzurichten. Die sind so drollig, Mann, wirklich, ich hätte so gern einen. How are you doing? Auch so cool. Ja, die können, ja, die schöne Tiere werden sehr, sehr alt und wenn sie Bock haben zu quatschen, wird auch toll. Denn ihr müsst wissen, ich darf ja kein Pelzvieh anfassen. Als Asthmatiker und Allergiker liegt nämlich auseinander wie ein Kugelfisch, deswegen Federvieh. Und mein Wunsch wäre eben alternativ halt ein Halsbandsittich, ein Indian Ringneck. Ich stelle mir gerade vor, wenn der so aufkriegt wie ein Kugelfisch, dass irgendein Japaner mit so einem Messer hinterher rennt. Ah, Kugelfisch!
Ohne Sojasauce, das heißt es Smacken. Du kleiner Fisch. Smacken ohne. Ohne Sojasauce. Konzentration, wir haben, glaube ich, irgendwas ausgelöst. Ja. Jetzt hat es so. Das geht los, Leute. Das heißt, jetzt einer unter Deck. Denk dran. Du rechte Seite kommt eine Schaluppe. Ich hallo. Rechts eine Schaluppe. Bin dabei. Ich zieh schon mal die Segel hoch und fahr weiter geradeaus. Hinteres Segel habe ich auf Halbmast. Okay, da kommt. Linke Seite auch eine Schaluppe? Ja. Ja, hab ich ja gesagt, links und rechts sind die. Yeah, getroffen. Segel ist oben. Immer heb ihm. Nicht nachlassen. Los, schieß sie zusammen, Mann. Ich dreh ein. Die haben dich gerammt, sehr nett. Haha. So eingedreht. Oh fuck. Fickpisse, so, scheiße, Dreck. Fuck. Eine geht unter. Eine geht unter. Oder? Segel hoch, ja. Segel hoch. Segel! Segel hoch. Ja, dann machen wir. Ich mach mich schon unten bereit, ob wir, wenn wir getroffen werden. Segel oben, perfekt. Ich bring uns in Harpoon-Position. Ja. Nur dran. Können wir aber das andere nicht mehr treffen, aber ich glaube, das geht auch unter, oder? Der geht auch unter. Yes! Ja, danke Vodkato, aber ich hab mir das ausgesucht, ne? Mit irgendwann mit Elf. Alle Segel top oben. Irgendwann mit gerade. Cool. Irgendwann mit Elf geht los. Aber Vögel sind auch sehr am Stauben, sehe ich bei den Graupapagei meiner Ellies. Oh, ihr habt einen Graupapagei, krass! Ich versuche, ja. Schweineteure, sehr schlaue Tiere. Geil. Quatscht der auch? Ich check mal kurz unten. Jo, links kommt der Loot. Und vor uns, okay. Das stimmt. Alles cool noch. Ich such den anderen Loot. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns und, ja. Ja, der ist hinter uns. Ach, und der andere ist auch direkt da. Pass, wenn du links eindrehst, können wir ja theoretisch mit der rechten Abrunde da dran. Ja. Das war so mein Gedanke. Auf jeden. Wo ist der hinter uns? Ach da. Links, ne? Achtung, ich drehe jetzt langsam wieder zurück. Schwimmt so vieles. Oh, ja, sind so cool, ey. Früher war das so, wenn du über den Loot gefahren bist, dass er dann untergegangen ist. Ja. Aber das wäre halt so. Das wäre mein Wunsch. Beweg dich! Von der Planke runter! Spring! Jürgen! Ist das ein Schwarz oder ein Weiß? Was ein rassistisches Arsch! Okay, holt mir da dran, dann haben wir alles. Neues Bootsboden. Ich dreh mal bei, ich habe gerade per Hand jetzt das Rohr hochgeholt, weil wir ein bisschen Zeit hatten. Doch, wir haben alles. Nee, da liegt noch Rätz im Wasser. Oh! Oh, linke Brücke, dicke Boot. Runter reparieren. Brandbomben, haben wir noch welche? Wenn ja, haut drauf. Ich hab keine. Ganz unten? Ja. Oh, dann bleibt gleich mit der Nagel und dann wird wirklich rüber. Dann machen wir das so wie gerade. Dann können die nicht reparieren. Okay, was? Bin leer. Entern, bordern. Ja, ihr habt den Captain fast getroffen. Ja, sehr schön, unter Deck schießt ihr gerade. Herrlich. Immer einschenken, nicht nachlassen. Ja, sicher. Meutrich, mein Affe. Du bist sehr tiefenentspannt dafür, dass wir angegriffen werden. Scheiße. Mods, bitte erlauben. Stahl. Great Balls of Fire. So. Oh, Mann. Here we go. Also Mahlzeit, Freunde. Soll ich mal rübergehen? Ja, mach das. Das ist gerade sehr tiefenentspannt, weil ich treffe noch die Kanoniere, deswegen. Ist das
gerade, ich glaube. Du bist gerade. Ja, fast kein Holz mehr. Bin am Bord, doch, oben sind noch 100. Oben sind noch über 100. Anarcho, du bist gerade im Wasser gefallen wie so ein natter Sack. schieß noch mal unten drauf, da musst du noch ein bisschen. Ja. Bin dabei. Chat, ich lese euch gleich, keine Angst. Bin sofort wieder bei euch. Das Spiel ist manchmal leider dann sehr stressig, dass man nicht immer auf den Chat eingehen kann, aber man kann in den ruhigen Momenten alles wunderbar nachholen. Es sei denn, man ist gerade hochkonzentriert oder so tief in dem Spiel versunken, dass man wirklich gar nichts mehr mitbekommt. Oh, was soll. Die laufen voll. Die gehen unter, keine Chance. Die gehen. Feuer einstellen. Ja. Ja, nächste Woche streamen Hank und ich ja gemeinsam. Ich bin mal gespannt, wie viele da sein werden. Dann wird es ein bisschen schwierig. Ich werde auf jeden Fall zugucken, definitiv. Naja, Hank möchte ja mit mir gemeinsam eine Reaction machen. Also jetzt aber, Black Phoenix, ja, haben den damals aus einem nicht so guten Haushalt geholt. Ist leider ein Rupfer und hat eine verkrüppelte Kralle, aber bei dem Elisabeth ist gut. Er kann sich frei im unteren Stockwerk bewegen und kann mittlerweile ein bisschen sprechen. Also das Gute hat er drauf und du Drecksack. Was? Achso. Und? Ich gar nicht kapiert, ne? Also ich muss sagen, das ging jetzt richtig gut. Ja. Wir werden besser. Affe! Also cool. Repariert ist schneller, ja. Ja, man gewöhnt sich dran. Oh, wir haben über 200 Bretter noch hier oben. Hier, guck mal. In der Lagerkiste oben, hier. Ja. Aber unten müssen wir... Ja, der wird gerade wieder voll. Dann kannst du die Holzkiste nehmen und hier umlagern in die Holzkiste. Dann hast du wieder unten... So, der Loot ist da. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr ran. Ah, mache ich, kein Problem. Kanonenfutter. warte. So, jetzt? Na, was? Wo ist er? Da ist schon dort. Da schwingt noch bling. Oh. Ich hol's mir! Ich hab alles. Oh, wir kriegen wieder ein Schiff. Okay. Komm wieder! Da ist noch. Kriegst du das Ding? Oh Mann! Links und rechts. Na dann weiter! Ich will gerade den Affen! Naja. Erst das kleine Schiff. Was ist das kleine? Die Kleine ist Loop. Hab ich alle Schiffsmann durch, ne? Ach, shit. Rechts eine Kanone. Ich drehe auf sie ein, damit wir sie erstmal losquitt sind. Ja, ich hab hier mal einen Tipp. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man steht und keine Segel hat. Und man hat dann ein echt schönes, gemütliches... Hier geht unter, stopp. Aber es geht unter, stopp. Wo ist die Große? Dreht! Hinter mir. Kommt hinter uns, ja. Ich bleibe aber so stehen, damit wir halt den Loot reinholen können. So, nochmal. Übrigens, Waschbär ist in meinem Kopf verankert. Als Katze mit Händen. Ja! Aber dann kommt eben Gude, du Drecksack! Und kichern kann der gut. Ja, ich hätte auch sowas gern. Aber okay, ich hab Kinder, ja, also. Die reden auch viel. Die sind schlimmer. Ja, teilweise schon. Wo ist der Loot? Wo bleibt der Loot? Ich mach schon, bleib du am Steuer. Sicher. Ja, aber es ist gerade nichts zu tun. Ah, vielleicht irgendwann mal. Man soll ja niemals nie sagen. Die greifen dich nicht mit Krallen an. So. Ja, sicher. Jetzt geht los. Der kommt. So. Da, Achtung! Also nach der Feuersalve. Oh, ich habe keine Kugeln mehr. Ich hol den Loot. Mein Holzbein! Und da war er raus aus meinem Schussfeld. Ja, ich hab den zwar Schiff so gestellt, dass wir jetzt in die Loop bekommen. Ja. Okay, komm. Da ist noch was, geradeaus. Hast du? Das war das letzte, glaube ich.
Okay. Ich sehe von hier oben nichts mehr. So, ich drehe wieder ein. Du Vogel. Mein Steuerrad ist blockiert. Müsste jetzt links gehen, die haben ein Steuerrad. Jetzt kann ich wieder. Die Schweine, ne? Okay, ihr drauf haben sie es nicht, oder? Sind doch was Schönes und machen auch genug Unsinn. Und ein Vogel kann auch einfach ein weiteres Kind sein. Die bleiben meist ein bisschen kindisch. Ja! Ach, ich find's mal toll. Guck mal. Ich werd hier noch älter und ja. Ja, Haustierchen wäre nicht schlecht. Richtig schön unter der Wasserlinie, ne? Richtig schöne Treffer. Wenn Kinder aus Haus, dann kannst du dir kaufen. Wir wurden getroffen. Blöd! Hier ist Gurke! Immer wenn du hungrig bist, wirst du zum Spießer. Du bist der größte Spießer. Ja, blöd, immer Spießer. Mal gucken, wer den Captain trifft. Oh, ich hab keinen Holz. Gib hier mein Holz. Haben wir sie? Noch nicht, wa? Nee. Alter! Anarcho geht gerade rüber und schaut nach. Genau, schieß Anarcho einfach. Alter. Tut mir leid. Collateral Damage. Ich kann Löcher und weiter tiefer zielen, wenn die Wellen das zulassen. Erst schießt mir den. So, Kinder aus genau, da schießen. Verteidiger geht noch. Oh, den wird er verlieren? Nein. Wir haben keine. In die Rettungsboote gibt's keine. Ja, die Politiker haben alle Rettungsboote verkauft. Wir haben einen Treffer bekommen, oberstes Deck. Wir lieben euch natürlich, Jungs. Noch ein Treffer, oberstes Deck. Ja, na, ich meine Community auch, ne? That means you. Ja, ich hab jemanden getroffen. Ich weiß ja nicht, ob Hank... Ob Hank mal so über mich spricht, weil ich mal gerade nicht da bin. Mal. Komm schon! Ich glaube, die gehen unter. Feuer einstellen. Ja, die sind untergegangen. Feuer einstellen. Hammer. Liebe, ja, Liebe auch an euch. Mit P, mit II. Hattet ihr eigentlich schon eine heulende Kiste? Habt das Spiel damals so gerne bei der HWS-Crew gesehen? Da kann man sich teilweise echt wegschmeißen. Die heulende Kiste war geil. Wir hatten. Ja, die wird jetzt mittlerweile erweitert. Es gibt eine jetzt davon, die heult immer. Also nicht nur manchmal, sondern eine, die heult durchgehend. Mhm. Ja. Ich hab ihn gesehen. Ich glaube, unsere Masten haben was abbekommen. Blut. Unten! Schiff läuft voll! Hört sich so an, als würden wir voll laufen. Ja, hab gesagt, dass wir Treffer bekommen haben. Du hast gesagt, oben. Ja, aber immer nachgucken. Deswegen sag ich ja, einer ist beim Angriff immer unten. Immer. Ah, unten. Da war nichts. Warum bin ich oben? Was ist sowas? Deswegen laufen wir unten voll, weil oben, weil nichts war, ne? Ja, yeah, das ist dein Schiff, du musst reparieren. Das ist euer Geld, was verloren geht. Ich habe so ungefähr 6 Millionen, mir ist das Lade. Dein Spiel, das ist kein richtiges Geld. Bin Hengst so dankbar, dass er uns hier hingeschoben hat. Hätte euch sonst wahrscheinlich nie entdeckt. Ja, ja, der Hengst, ja, das ist ja guter, ist es. Ich habe mit Hank auch schon gestreamt, ne, und mit Falkensicht, da haben wir, Metal haben wir gestreamt, gibt's auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, Headbangers Paradise mit Hank Loose. Und ich selber, ich bin halt auch relativ oft dabei, so, ne, so oft wie ich halt kann. Und ja, den Hank, den mag ich, den habe ich gern. Und jetzt, wie gesagt, kommende Woche streamen wir wieder zusammen, das erste Mal seit langem wieder. Was noch, ach du Gott. Eine dauerhafte heulende Kiste, nur noch Wasserschleppern. Den Kristall-Dulli kennst du auch, oder? Ja, sicher. Echter Schamane, Kampfkunstmeister. Der Sandsack hat gewonnen. Er meinte heute, er hätte so ein Muskelprotz voll was Heftiges so ins Gesicht gesagt. Astral, aber haha. Bin ich froh, dass ich so ein Content nicht mache.
Bin heilfroh. Und hab mit dem schon auf Schalke Bierchen getrunken, beziehungsweise ich hab getrunken und er nicht. Was, wer? Ja. Ja, der kommt doch immer hier nach Geld. So. Okay, Schiff ist soweit safe. Und Falk ist. Lagerkisten? Lagerkisten hier reinlagern und dann Treppe runter rechts. Richtig, Henk ist ein guter, passt nicht jedem, aber meine Meinung steht. Wir haben einen Aschentruhenschlüssel. Ja, Niklas, ne? Runter, rechts. Ja. Und alle Türen aber auch. Ihr kennt doch meine Meinung. Jedem das seine. Du kannst nicht alle, also ich denke, ne, von wegen, jeder kann nicht alles mögen. Ne, das ist halt. Der Henk ist auch ein Nicer. Der ist auch bis Dienstag ein bisschen hier. Hat ja leider eine Sperre bekommen. Was? Warum? Ein Strike auf YouTube? Weiß ich nicht. So viel Dolly-Kram? Auf YouTube? Was waren da lose? Ach komm, den letzten. Und den da hinten krieg ich den auch noch? Jawoll. Ach, das war Munitionsfass. Ah, nehm ich mal mit. So, ich glaube, ich habe alles rausgeangelt. Ja, fein. Ich stelle nach vorne. Ja. Wohl dank Ben and Baper. Ich mag aber auch Leute, die bei Henk raus sind. Ich ja, ich weiß. Da er heute wieder weg. Ja, das war nicht ordentlich. Du musst das schon auf den Haufen stellen. Mein Monk reagiert. Das geht nicht. Machen die PvP? Ein Monk. Sollen die ruhig da bleiben? Dann suche ich mir den nächsten. Rainer ist meine Nummer 1. Das letzte, was ich von dem Dicken geguckt habe mit euch, war ja der Sprung vom Roller. Ich bin mit Henk nicht. Ich bin mit Henk nicht immer einer Meinung. Das ist aber ein Mensch, mit dem man gut diskutieren kann. Das mag ich sehr, deswegen bin ich auch Fan. Auf geht's nach Westen. Siehst du, und mir sagt man halt nach, ja, du hast, also deine Berliner Schnauze, die versteht man halt nicht immer, aber du bist eben eine korrekte Socke. So, und, ja. Hier bin ich. Hier bin ich, kommt damit klar. So, jetzt aber. Die Segel nach unten bitte. Ich hab Schlüssel. Die Segel. Genau. Der Schlüssel glüht. Guck mal. Schluss. Hm? Ja, der ist für die Aschentruhen. Okay. Wo soll der hin? Die... Haben wir eine verschlossene Aschentruhe noch irgendwo? Ja, hier, ich hab die hingestellt. Kannst du damit auch machen? Ich hab da eine Truhe reingemacht. Danke an Butcher, bis zur Einschätzung zu Henk und daran halte ich mich. Was hat denn Butcher gesagt? Butcher, bist du noch da? Langsam kriege ich die Galli echt gut in den Griff. Butcher, bitte einmal zur Kasse. Denk dran, da wäre erst nicht vom Roller gefallen, sondern ihr konnt die Sprung laut ihm. Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist gesprungen wie ein Held. Hat sich auch noch ein bisschen Aua-Bubu gemacht. Die Segel mal so ein bisschen in Richtung Wind ausrichten? Hab ich ja. Okay, der zweite. Okay. Der Sonnenuntergang ist unheimlich schön. Wenn ihr seht, dann könnt ihr es auch sehen, wie bei Fluch der Karibik, diesem Schein, wie die Sonne untergeht. Diesen Die blauen Strich. Könnt ihr hier in Sea of Thieves auch sehen. Grün. Da war gerade. Ja, da habe ich leider nicht warm segeln, deswegen. Aber der wird doch öfters gezeigt. So, und manchmal könnt ihr die Milchstraße, so die Nordlichter sehen. Das ist schön. Selten, aber schön. Und da ist der Mond. Guck mal. Rechts von uns, rechts oben. Über der Insel. Ist Butcher schon weg? Mond! Butcher! Der Mond? Ja, ich darf den Mond nicht sehen. Please, speak with me. I speak the English very well. Ja, aber mit euch segeln macht gar nicht wirklich, da sein. Mit euch segeln macht wirklich Spaß. Wirklich sehr angenehm. Der Mond dürfte eigentlich auch nicht da sein. Den hat Herr Schildkröten weggeballert. Dann habe ich jetzt zwei Crews, mit denen ich segeln kann. Finde ich cool. Hier, wenn der Henk wieder in Deutschland ist, dann wollte er auch wieder hier nach Gelsenkirchen kommen. Wir wollten wieder Currywurst essen. Freue mich auch schon drauf. Boah, Currywurst sieht immer. Ich finde mal diese Dullis und was? Schalke. Und hänge mich dann dran so auf. Es ist zu witzig. Höre so Reactor dazu immer als Podcast auf der Arbeit. Oh, oh,
Zeitlang habe ich mir ellenlange Discord-Leaks von Dicken gegeben, wenn mir langweilig war oder wenn ich nebenbei ein bisschen was gespielt habe. Ja, Neugier. Das war, ja, reine Neugier. Ich wusste, ich habe eine Lampe da. Ey, der sitzt auf deinem Stuhl. Und naja, wieso reagiere ich auf so Dullis? Jetzt einfach, weil ich halt eine sehr konservative Einstellung zum Leben habe. Moral. Die faule Socke. Und weil ich dann so sehe, es gibt Leute, die richtig geilen, feierbaren Content ballern oder wirklich was können, die bleiben auf der Strecke. So, und dann gibt es diese TikTok-Arschlöcher, die setzen sich hin, komm, wir machen Matches. Oh, alles mal drei heute, Leute. Was hoch. Gibt's da ja nicht. Hast du Bock auf dem Bett? Captain! Ich verstehe nichts. Was meint der? Was möchtest du? Captain! Er saß in deiner Kajüte auf dem Stuhl. Schande über dich. Das heißt für dich heute nur Trockenboot und fauliges Wasser. Ich finde nur. Ich finde nur Idioten sind haltsam. Ey, noch ein Raid! Wahnsinn! Predator Alator. Idioten sind unterhaltsam, so wie der hier. It's me, Ben, moin, grüß dich. Und danke für den Raid, Predator. Dankeschön. Freut mich drüber. Segel hoch. Na, ihr süßen, wunderbaren Menschen. Was gab's denn bei euch, Schicket, im Live? Sehr gerne. Dankeschön, freut mich. Ey, ist ich, nein, ich. Boah, kann dieser Apfel nicht mal verschwinden? Kartoffelbrudi, haha, ist ein geiler Name. Grüß dich, Mendel, hi. Soll ich ihn wegschießen? Ja, mach das. Predator, mein Lieber. Was habt ihr Schicket gemacht? Was gab's bei euch im Live? Black Phoenix. Und das Beste bei dem Match ist, die reden nicht mal wirklich miteinander. Einfach nur zwei Dullis, die um Geld betteln. Richtig. Ganz genau so. Bavaria Bull. Muh, hi. Deswegen spiele ich gerne alte Piratenspiele. Das ist wenigstens ehrlicher Account und das Geld. Predator zeigt auch Sea of Thieves PvP. Ah, cool. PvPler, grüß dich. Grüß euch. Und danke für den Raid nochmal. Was ich besonders schlimm finde, dann fragen die sich so, na, hast du Bock? Als ob die das entscheiden, dass ihre Zuschauer jetzt Bock haben, den Geld in den Hintern zu drücken. Das macht mich so unglaublich. Diese ganze Plattform, die kannst du einstampfen, weil sind nur von... Hör mal auf, ich will nicht aufregen, darüber bringt ja auch nichts. Alles klar. Ich guck mal kurz früher beim lieben Predator. Okay. Warte mal, ich lass dir mal einen Follower da, dass ich dich auch mal zurück raiden kann, ne? Wisst ihr, ihr kennt ja mein Credo. Support ist kein Mord, von daher, so hört's jetzt so. Jetzt hast du einen Follower mehr. Predator ist auch. No. Affe. Ich mir nach vorne. Was? Achso. Ich mach mal das Plus weg. Ja, dankeschön. Vielleicht möchte auch noch jemand von euch das Plus bei YouTube wegmachen bei mir. Würde mich freuen. Affe ist weg. So hilft ihr mir ja halt auch ein bisschen. Weg. Oh, guck mal, da ist der Weltenboss wieder gespawnt. Do it now. Wo war ich jetzt? Die höre ich übrigens bestimmt öfters zu, ist sehr unterhaltsam hier. Ja! Also, wir haben auch allerhand schon erlebt. Wir haben in meinem Live schon Leute betrauert, die Geburtstage gefeiert, wir haben gelacht, wir haben geheult zusammen. Also, hier ist wirklich so, das blanke Leben. Recht familiär. Und, eigentlich ist uns jeder willkommen, der sich auch so ein bisschen zu benehmen weiß und so. Und ja, also hier hört man einander zu und so. Und nicht quatschen mit Verhilfen verkaufen. Ja, holt mich mal ab hier. Die Stäbe da lassen, wir machen danach den Weltboss. Ja. Also wir nehmen den Okay, Feuer. Ich warte. Falke. Vergiss die Schatztruhe. Was denn? Hier ist Tank-Community-Stimmung. Naja, guck mal, Accessoire verkaufen? Ich spiele die auch gerade mit deiner Archefant, die meinst du auf die. Hast du schon. Die ist schon leer. Die Aschentruhen leeren. Oh nein. Hat einer von euch schon mal die Krogkiste angehoben? Nee. Muss leider direkt los. Euch allen noch ganz viel Spaß und Erfolg. Danke, Predator. Und ich werde an dich denken das erste Mal. Wenn du noch live bist und ich sag dann Battle of, dann raid dich. Hier hin, bei Fuß, jetzt. Ja, du sollst mich ja rüber mit dem scheiß Fanghaken, sonst fuckt der mich auch immer. Nein, du musst jetzt schwimmen. Wo kannst du hier verkaufen? Hopp. Lass mal die Krogkiste für den Devil da. Klar, Janne. Glutzli. Das ist ja,
Weißt du, mein Dasein als Streamer, ne, ist ja nicht blanke Selbstdarstellung. Ich versuche schon mal zurückzugeben in Form von eben Support. Dir? Aschetruhe oder? Nein, die hier vorne. Die hier. Die hier. Oh. Sackgesicht! Was war das? Das ist ein Sackgesicht, ey. Oh, das musste sein. Nein, nicht die Stimme verkaufen. Was war das denn? Mist. Nee, nicht abschießen, nicht abschießen. Die brauchen wir für den Weltenboss. Ja, lauf, Schlampe, lauf! Das sieht ja wirklich aus wie ein Drachenlord, Wer? Ey, das ist Mobbing! Immer noch, hier ist kein Mob, dich kann man nicht mobben. Mach doch mal das Herzchen rot. Wieder der YouTube, ja, wieder mit TV auf YouTube. Genau, danke, Aquarius. Hier ist Tank Community Stimmung. Naja, ne, wie gesagt, man darf nicht vergessen. Wäre hängt mir nicht gefolgt. So, Adruhe? Sind da Barne drin? Die Stäbe müssen wir wieder mit zurücknehmen. Aschetruhe auch mitnehmen? Na! Wenn so geht's auch. Hm? Wer ist kein Vorzeigemensch? Ich hab den Stuck. Oh, guck mal! Und Aquarius teilt nochmal den Kanal-Link zu unserem Anarcho-Fund. Liebe! Oh, liebe! Liebe! Dreh ich mal zum Weltenboss, wenn er noch da ist, und dann machen wir den noch schnell. Aber dann ist, glaube ich, Schicht in Schacht für mich. Ich glaube, meine Freundin hört mich gerade. Sie schläft hinter mir. Ja. Der Weltenboss sehe ich nicht mehr. Oder sie. Ah, doch, da, hinter der Sonne. Das ist die Hauptsache, Niklas. Man soll sich generell nicht verbiegen und sich selber treu bleiben. Und die Segel runter. Deswegen mache ich ja auch, wonach mir gerade ist. So. Der Wind kommt von da. Das heißt. Nach links. Nach links. Du sagst, von rechts kommt er. So. Du sagst, der Wind kommt von da. Wir wieder das sehen wir doch gar nicht. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Immer mit der Ruhe, Mensch. Du musst sagen, der rechts. Oder? Ach, rechts. Der Himmel macht das extrem gut. Mit rechts oder rechts? Mein links gibt's nicht. Was mach ich gut? Ist echt super, immer auf die Kommentare ein. Das muss man dir echt mal sagen. Das ist Wahnsinn. Ah, danke. Ich gebe mir Mühe, ne? Ich möchte keinen überlesen. Aber guck mal, ne? Auch unser Archivon, mit dem wir gerade spielen, der war ja auch schon ein paar Mal bei mir im Live und haben Party gemacht, ne? Machen wir eigentlich wieder. Mit Tank-Community-Stimmung meine ich, dass halt alle miteinander und keiner gegeneinander ist. Ihr Jungs versucht auch, auf jeden Kommentar einzugehen. Ja, na richtig. Sicher, weil ich halt meine Community halt auch liebe und nicht wie Dreck behandle, wie der Dicke. Und Ende vom Lied ist, dass mir die Community halt auch ab und an was zurückgibt in Form von Donations, also auch mal ein paar Barren oder eben jetzt jüngst die Diablo 4. Die 100-Euro-Version. Guckt euch mal den Stream an. Auf meinem Kanal, auf YouTube. Der geht auch nicht lange. Genau, hier. Devil Monday. Speziale. Meine Community macht mich sprachlos. Vor 3 Wochen. Hat 36 Aufrufe. Da passiert's. Guckt euch mal an, was mir dazu teil geworden ist. Das ist Wahnsinn. Der Affe tanzt. Ja, ja, klar. Die Tiere tanzen. Auch die Hunde und die Katzen und die Vögel. Wenn man die Tiere wegschießt, dann spawnen die ja wieder an Bord und wird dann so verrußt. Und dann Katzen tauchen einen dann an. Haha, ja! Ja, Vodkato, ja! Ich hatte aber nicht alle gefunden.
Bam, bam, bam. Ab und an, wir sind immer da und geben immer was, so wie du von ganzem Herzen. Nein, es gibt auch Streams, wo eben halt mal keine Barne, also Donations fliegen. Das ist aber auch nicht schlimm. Weißt du, ich wollte halt, ne? Ich bin eben nicht überheblich, ich bleib bescheiden, Mann. Nicht abheben. Das ist ein Archophant? Okay, ja. Ich gehe da mal jetzt rumragen. Ja, das ist ein Archophant. Neue Feuerleitanlage auf der Friedrich der Große. Ich hab die Insel nicht gesehen. Einmal rund reparieren. Weil die Segel sind, das hab ich nicht mitbekommen. Hab den Winkel falsch berechnet. Naja, dann, Exilant. Ran an den Speck! Ran an den Speck! Schüttel den Speck. Oh, fuck. Was denn? Loch im Schiff! Ihr habt doch gesagt, ich eine unten reparieren. Das ist doch viel zu blöd dafür. Wenn man auf den Captain nicht hört, das gibt Bestrafung. Das heißt, 3 Wochen nur kalten Zwieback und ungerösteten kalten Ofenkäse Zwieback? Für dich. Hast du schon mal warmen Zwieback gegessen? Ich wollte auch gerade fragen. Ja klar, in Milch aufgeweicht, mit heißen Milch. Lecker, sehr lecker. Okay. Ja, wieder was wieder. Ihr habt in der Kindheit nie gelebt, mehr. Ja, könnten wir bitte nochmal kurz den Link zu Anarchifant bekommen? Das wäre wirklich sehr nett. Da, Mann. Oha. Ach so, da haben wir wieder gezeigt, wie viel Liebe wir für ihn empfinden. Das war wirklich krass. Ich hab ja heute wie ein Schlosshund und ich hab damit nicht gerechnet. Ey, ohne Fuck, das war... Der Schatz, da, hinter uns. Ja, der kann auch bleiben. Ja, ich seh ihn auch. Auch nicht diese Insel. Oh, da war ein Stab oder sowas. Ja, ich dreh jetzt aber nicht um. Wird zu lang dauern. Du komm mir nicht zu nah, du. Die alte PvP-Insel. Ey, alle, komm mir nicht zu nah, alle. Ich bin türkische Krabbe. Was haben die jetzt eigentlich mit dieser Insel vor, da sie nicht mehr für PvP gedacht ist? Ich bin die Stulle, Junge. Soll ich die Stulle schmieden oder was? Also, was ist das? In Zukunft wird er die Taverne eröffnen. Und da waren mal manche Adventure haben da gespielt. Da bist du dann in so eine Zwischenwelt, muss es Merrick retten, der da gefangen wurde. Jetzt das aktuelle Finale, eine Rätsel. Ja, ich will nichts verraten. Keine Ahnung. Also das wird schon noch benutzt für einige Rätsel und Adventure. Ob das auch für Monkey Island dann umgebaut wird und genutzt wird, das würde mich ja freuen. Ich denke, die werden eine ganz eigene... klar wird hier auch ein bisschen was in diese Welt integriert, aber ich denke, das ist ähnlich wie bei der Karibik, dass die... Also als Telltales-Bücher halt, dass du die anwählen kannst und dann halt machen kannst. Scheiße. Das wäre cool. Ja, meinst du, die würden die Fluch der Karibik-Ding ersetzen? Nein, auf keinen Fall. Das bleibt. Da sollen auch Erweiterungen kommen, haben sie gesagt schon. Okay. Das ist noch mehr. So, wir haben. Das wird cool. Darauf freue ich mich ja dann. 1.10 Uhr, Hank Loose hatte ich zum Anschauen eines eigenen Streams. Achso, auf TikTok. Ihr wollt jetzt zum Weltboss, ne? Ja, ja, den Weltenboss und dann noch die Schicht im Schacht. Für mich jedenfalls. Dann verkaufen und dann ist Ruhe im... Kann ich da mal kurz in Pfeifen wie nietet? Ja, natürlich. Ja, mach mal. Okay. Die Menschen sind sehr unkreativ geworden, was Namen mit N angeht. Namen mit N? Unkreativ? Norbert. Ach so! Was, Norbert? Das ist ja cool. Norbert! Der dritte im Bunde auf dem Kutter ist übrigens Falkensich Games. Ja, der Captain. Hier. Da oben. Warte, ich komme mal rumgehüpft. Da ist er. Warte, ich mach mal gerade ein. Warte. So, guck. Bitteschön. Ich hab noch andere lustige Emojis. Warte mal, wie ging. Och, ey. Ich... Ah, also euch gefällt im Fass. Oder hier war's. Aerotanz. Wer die Enden noch im Fass, wird sie rotieren.
Achso, Namensbrüder. Na gut, ich mach mich ab. Wünsche euch noch viel Spaß und bis denn, Rinjauen. Bis dann, Odin. Hau rin, schlaf schön, träume Süßes, komm morgen gut durch den Tag. Wochenende ist in Sicht, mein Lieber. Gut, Odin, und bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja dann morgen oder übermorgen oder so. So, ich geh mal ganz rasch eine Quarzen. Ne, also hier. Ja, der Tod, da ist er! Bei den Weltbossen, ja. Ich komm ja gleich, Mensch. Schnelle Kippe. Du musst mir nur gerade sagen, wie ich am besten das Schiff hier parken kann. Das weiß ich leider nicht. Ja, einfach, ich zieh mal mit der Harpune da ein bisschen dran, geradeaus. Ja, genau in die Bucht rein, richtig. Auf der rechten Seite. Ah, warte mal. Franziska, können sich mal alle Zuschauer von Devil ein bisschen aufteilen, damit alle drei Jungs hier was zu tun haben, zwecks Kommentare? Oh, würde ich mich auch freuen, ne? Wenn ein paar zu mir kommen, das wäre ich auch glücklich. Bei drei, ich bin so nicht dabei. Das ist komplett ohne Segel? Ich bin blöd, was. Das Ruder ist jetzt gerade, ne? Ja, ich versuche uns ein bisschen lang zu ziehen. Ich weiß, deswegen lasse ich hier freie Hand. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche unliebsamen Besucher haben. Ach, stimmt, in dem Spiel immer. Ja, in letzter Zeit habe ich echt Glück. Die Arena weg ist es sehr schön geworden auf diesem Spiel. Ich bin kein PvP-Spieler. Wenn es sein muss, ja, klar, dann auf jeden Fall, ne, wenn es keine andere Wahl gibt. So, jetzt gleich kloppen wir uns mit dem. Ich möchte gerne eine Anekdote erzählen aus Sea of Thieves. Wir hatten, ich war mit meinem ehemaligen Segelpartner, wollten wir Tiere einsammeln. Und da kam ein anderes Sloop. Wir hatten übrigens auch eine Sloop, das ist ein Zweimannschiff. So, wir sammeln die Tiere ein und die Kleinen kamen an und ankerten bei neben uns. Sprachen auf Englisch in einem World Chat an. Beziehungsweise sie waren leider so verplant, dass sie ihren Chat an hatten, aber sie uns nicht hören konnten. Und die haben auch uns nicht gelesen. Einer schrie, ja komm, lass uns sie ausrauben und umbringen. Der eine meinte, nein, das machen wir nicht, lassen wir sein. Ja, dann fing man so, okay, wir haben unser Schiff in so auch wie hier jetzt so seitlich gestellt zu deren Schiff, haben die jetzt mal gewähren lassen, bis sie unsere Fässer geklaut. Nun denn, ich habe nur gesagt, okay, die klauen unsere Fässer, ich erschieße ihn von hinten, bam, tot. Der Kleine, der andere fing voll an zu schreien, die haben mich umgebracht. Ich schwimme zu deren Schiff rüber, weil ich schlauer Mensch, habe ein Sprengfass da angebracht, habe es dann auch gezündet. Währenddessen mein alter Teammate einfach das Schiff von denen in Schutt und Asche geballert hat. Nun gut, sie gingen mir unter mit Mann und Maus und wurden dann erstmal nicht gesehen, bis sie wieder spawnten und versuchten uns wieder anzugreifen. Es dauerte nicht lange, bis sie die Segel in den Wind setzten und halt uns versucht haben, wieder anzugreifen. Wir haben die Tiere Tiere sein lassen, haben dann einfach die Segel gesetzt auf die Sloop und haben sie gebordert, beziehungsweise einen Teammate, und die halt immer wieder umgelegt, während ich um das Schiff gesegelt bin und drauf geschossen habe. Ende vom Lied war, die sind mit Mann und Maus untergegangen und man hörte im Voice Chat, dass sie einfach nur geheult haben wie kleine Schlosshunde. Der eine war 10 und der andere war 8 Jahre alt. Was sagt uns das? Das Spiel ist ab 12. Pech gehabt. Die Moral der Geschichte, klau niemals von anderen Leuten die Fässer, wenn sie nett sind und sagen, okay, wir bleiben friedlich. So. Aua. Dafür werdet ihr sich angegriffen. Ich brenne. Ich hab Bock drauf. Nimm mal einen Stab mit, wenn du kommst. Wo hast du die denn da hast du die gebunkert. Ich leg die mal auf die. Ja, ich bring euch mal in die Stäbe. Was haltet ihr davon? Ja, ich glaube, bring einfach. Also ja. Ich glaube, wenn du einen mitbringst. Der zwei sind ja da. So, hier ist der erste. Wo ist er? Ja. Also wenn eure. Im Metal auch hier. Aquarius Hydrantus ja, Metal. Wenigstens einer ist mitgezogen. Haha, vor allem ist es interessant, dass derselbe Gameplay aus verschiedenen Sichten zu sehen. Ja, dementsprechend ist das schon ziemlich cool. Und jeder von uns hat auch eine eigene Rolle hier auf dem Schiff. Ich bin der Steuermann. Captain Devil ist der Kanonier. S-Doc ist derjenige, der repariert. Und Anarchophant ist so der Springer, der überall mal mithilft. So, der zweite Stab ist hier. Hier, der zweite Stab liegt am Strand. Ich hol den dritten an. Ja.
aber vielen Dank, dass ihr auch bei mir seid. Das freut mich unheimlich gerne. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Falkensicht Games. Ich streame hauptsächlich Retro-Gaming. Also richtig Retro von C64 bis PlayStation 2 und Xbox 360. Oder Xbox, ja, Xbox 360 ist schon ein bisschen härter. Und Pen and Paper. Und gelegentlich mache ich dann halt Brotaufstrich TV, das heißt, dann spielen wir entweder Demos, gucken das, oder ich zock halt mit meinen Jungs halt diese Art von Spielen. Black Phoenix, ich wünsche dir eine gute Nacht, angenehme Träume und morgen schönen Tag. Na. Und denk immer dran, ne? Schön viel trinken, ne? Bei der Dämse. Schlafgut. Schlafgut. Ja, gerade, genau. Bei dem Wetter bitte auf Acht geben, Kopfschutz tragen, Schatten, viel trinken, ja. Also und danke, dass du da gewesen bist. Euch. Ich trage sowieso immer einen Helm. Ach Mann, ich bin schon wieder... Weil du immer umfällst? Wieso habt denn ihr Säcke Stäbe und ich hab wieder nix? Du hast... Ja, weil du rauchen warst. Der Letzte kriegt nix. Ja. Aquarius, Scheiße. Ich bin schon die ganze Zeit parallel hier, muss hier auf die Jungs aufpassen. Ja, stimmt, Aquarius ist hier so der... Danke, Phoenix, dankeschön. Der Streamer-Papa, habe ich das wohl schon gesagt. Da ist er doch. Boah, mir wird da ganz viel Klamotten. Ich habe ihn fünfmal besiegt, wo kommen die Skelette her? Nein, ich will man keinen Kompass, ist ein Schwert. Komm schon. Oh, ich weiß, wo wir das nächste Mal segeln können, um die beiden hier mal richtig auf Trab zu bringen. Was hältst du von den Vulkaninseln? Ja, können wir machen, gerne. Yes! Da kommen die in Schwitzen, wenn sie auf den Inseln rumlaufen und die Vulkane ausbrechen. Du musst es ja wissen! Das will ich sehen, wie die Auster, das will ich sehen. Man muss aber auch viel trinken. Richtig viel. Achso, ja, dann mache ich das leiser. Das ist gar kein Thema. Wie gesagt, das ist halt, ich kann das nicht so richtig hören, deswegen bin ich immer auf eure Hilfe angewiesen. Na, das ist dann. Ich hätte ein drittes Endgerät, wäre auch noch bei der Archofant unterwegs. Ja, geil. Ja, ich sehe gerade, bei mir sind 4 Zuschauer. Ja. Sehr geil für euch. Warte mal. Jetzt habe ich auch mal Zeit. Ja, Support ist kein Mord, ne? Mhm. Wie gesagt, Sonntag auf jeden Fall Retro-Gaming, da spiele ich gerade Mystic Quest. Wir sind in den letzten Phasen. Also ich glaube, diesen Sonntag wäre ich wahrscheinlich durch und danach wurde sich Secret of Mana gewünscht. Oh, ja, das Spiel, da würde ich ausrasten. Das Spiel ist wirklich ein Spiel, wo ich wirklich permanent ausraste. Das habe ich früher so, ja klar, wäre jetzt nicht gespielt in Kindheitstagen, ne? Oh, viele. Ist ein zeitloses Game, ne? Also, geht immer. Ich habe ja unten bei mir einen Kanal, habe ich so ein Panel, der heißt Finish Him. Da sind so die Spiele drin, die ich schon durchgespielt habe. Oh. Die ich gerade am Spielen bin und die ich angebrochen habe, aber noch nicht zu Ende geführt habe. Ne? Könnt ihr da euch da mal angucken, wenn ihr möchtet. Metal, Leute! Bin wieder da! Ich muss spätestens in 5 Stunden aufstehen, aber ihr entertaint. Dankeschön. Ja, hoffe ich doch. Ich bin noch ein bisschen ruhig. Das Problem, wenn ich solche Spiele spiele, versinke ich halt. Entweder habe ich ein Laberfleisch, so wie jetzt, und kann ununterbrochen reden. Oder ich bin total tief und total in diesem Spiel drin und ich bin nur noch in diesem Game. Ich bin der Pirat. Ich bin dann nichts mehr. Ich bin dann wirklich so verfangen. Und das finde ich noch schön, ne? Dass ich noch dieses Erlebnis habe, dass mich ein Spiel so mitnimmt und fesselt, dass ich eintauche und nichts mehr mitbekommen kann. Ich finde das toll. Du bist und bleibst der fliegende Holländer, ne? Ich werde dir mal was sagen. Ich bin gruselig. Spinnen sind gruselig. Und du bist nicht gruselig. Hast du gestern die Spinnenkühe gesehen aus dem Video? Nö, da war ich gerade Kackduschen, ne? Ja, du warst auf einmal so still und ruhig. Ich dachte so, ist hier war irgendwas über die Leber gelaufen? Ey, ich hab hier in dem scheiß Ghetto-Block habe ich jetzt gefühlt 20, 25 Grad oben drin. Das ist zum Kotzen, Mann. Ja, ich hab mir nur Sorgen gemacht. Ich hab was Falsches gemacht. Deswegen habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wir verstanden, er war Kaktus.
Nein, ich keine Antwort von dir. Ich denke so, okay, ist er sauer auf mich? Was habe ich jetzt wieder angestellt? Nö. Das war ja auch in Süd gewesen, denn Fuchs kam ja nochmal drin und ja. Was denn? Nicht gut? Mit Rock, wo Arcade Ed sprechen. Oh wow! Warte mal kurz. Halt mal kurz inne. 281 Follower. Wow! Mann, Dankeschön, ihr Lieben. Oh, wie cool. Das vergesst du einfach so witzig. Krass! So, jetzt muss mein Chat mal gerade vorlesen, bitte. Jetzt bin ich gerade schon wieder dezent sprachlos. Danke, ey. Ihr seid ja der blanke Oberwahnsinn. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, Franziska Hildegard, ist das nicht stressig, bei zwei Streamern hin und her zu schauen? Da würde ich sogar drei machen, wäre mir zu viel. Also ich habe manchmal sogar vier offen, weil ich habe so viele Leute, die ich unterstützen möchte. Dann Inferno Squad! Ja, einmal den Sleepy 700, super lieber Mensch, hat momentan aber leider nicht so viel Zeit zum Streamen. Mhm. Wilson, super lustiger Mensch, ey, der mit dem... Da kriege ich immer Lachkrämpfe, wenn der da ist. Ja, und Viking Flamingo, eigentlich so die Leute, die bei mir als Streamer vorgeschlagen sind. Arnacho fand ich, werde ich auch bald bei mir aufnehmen. Erinnere mich bitte daran. Juhu, danke. Ja, nicht dafür. Ne? Support ist kein Mord. Ja, wie gesagt, da ich mich mal nach, dass ich alles auch auf die Kette kriege. Auf die Kette? Was ist denn blau da hinten? Guck mal, Captain Barbossa macht jetzt Urlaub. Was blau, wo? Achso, da ist unter Wasser. Entweder eine Schatzkammer oder. Habt ihr auch mitbekommen, dass meine Galionsfigur einen Nebel wirft? Oh, Leute, schnell weiterfahren. Wir müssen hier raus, hinter uns ist ein Reaper 5. Was? Komm. Drehen. Nicht noch keine Segel setzen. Bitte noch keine Segel setzen, sonst laufen wir übelst auf Riff auf. Hinter uns ist was? Wo was? Ein Reaper. Reaper 5, ein Schiff, der fährt gerade zwar gerade zum Außenposten, aber wenn du Reaper 5 bist, dann siehst du alle, die unter einer Fahne fahren. Gib mir Kurs auf die nächstbesten Außenposten. Ich brauche jetzt so schnell wie möglich einen Kurs. Ich habe keinen Bock auf einen Reaper. Hoffentlich ist ein PvE-Reaper. Fahr Richtung Nordosten. Galleons Wave. Nordosten, ja, dann einmal die Umruhe. So, alle Segel runter. Ja. Ich möchte nicht kalt erwischt werden von Reaper. Und segel nach hinten so ein bisschen. Bin dabei. Na, Silver, du bist am falschen. Nordosten, ja? Ja. Die Insel wollte mich gerade nicht loslassen, die wollte mich behalten. Ja, irgendwie komisch, ne? Franziska, auch es geht. Einer auf dem Tab, der andere direkt daneben auf dem Smartphone und es ist halt immer schön bei denen ganz oft lustig, manchmal auch ernst oder intensiv, aber wirklich immer gut. Ja, wir geben uns Mühe halt, ne? Guck mal, Devil hat einen ganz anderen Content als ich. Mhm. Ich mache halt mehr so Retro-Kram und Dokus und Devil halt mehr, nimmt mehr so diese Idioten im Internet so ein bisschen ins Visier. Ja. Und wir ergänzen uns ziemlich gut. Und wenn wir halt beide zusammen Musik machen, dann ist es richtig geil. Das ist richtig ja, cool. Mann. Die Party-Streams sind echt geil, oder? Na, ich fand, sag doch mal. Ja, kann ich nicht mehr. Das ist immer sehr fein. Nächsten Samstag gibt es wahrscheinlich erstmal keinen Party-Stream, weil mein Hals geht gerade zu Boden. Ich weiß nicht, wie fit ich sein werde. Wahrscheinlich werde ich irgendwas Sanftes zocken oder mit euch was gucken. Aber kommende Woche. Da bin. Kommende Woche ist mal bestimmt zurück. Jo. Das heißt, ja, wenn ihr dabei seid, holt euch was zu trinken, ballert eure Musikwünsche. Nein, wir reden über Gott und die Welt, haben Spaß. Vorsicht. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, aber es ist wichtig, das was wir. Also Achtung, wieder alle bereit machen auf ihre Posten. Oh, Galeone. Oh, das noch. Ich segel einfach dennoch weiter straight zum Außenposten. Oh, einmal das Schiff vorne löschen. Ja, mach ich. Ah, oh, shit! Der hat gesessen, ne? Ja. Tot?
Nee, 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 nee. Liebe! Alles gut. I'm the mighty Conholio. Achtung, sie werden uns rammen. Alles Let's give me TP for my bunghole. Reparaturmannschaften bereit machen, bitte. Na, doch nicht. Bin noch gut drum herum gekommen. Ja, scheiße, wenn ihr keine Kanoniere habt, ne? Ist doof, wa? Hast mal richtig Pech gehabt, wa, Keule? Genau, Brandbomben draufwerfen. Oh, Brandbomben, Brandbomben, ne? Scheiße. Ist egal. Ich nehme kurz auf dem Außenposten. Wir lassen das Schiff Schiff sein. Ich mach mal ein Loch rein, ich guck, dass die untergehen. Ja, ich dreh schon mal zur Insel ab, deswegen wird es schwierig mit dem Schießen. Okay. Mann! Was passiert? Er hat dich getroffen. Nö. Bang! Ah shit, eins muss noch. Ena muss noch? Na komm. Bring mich ran! Also? Ja, ich dreh schon bei. Ja, da. Oder? Pando ist mein Haustier, das ist Ghostly da oben, ne, in der Mitte des Bildschirms. Er ist ein netter Zeitgenosse. Und Aquarius Hydrantus hat ihn unter Artenschutz gestellt, das heißt, er darf nicht werden. Ganz, ganz wichtig. Da tobt voll die Seeschlacht. Pano geht pumpen. Ja, ne? Das ist so ein Arschloch. Die Truhe ist wieder um die Ohren gehauen. Dann löschen mit Wasser. Ich will unten reparieren. Wird schon wieder leer? Gibt's doch ja nicht. Der kann sich gerade mal um das Brennen kümmern. Hä, hey, was? Ich schieße! Brennen. Ist egal, kümmere dich um das Brennen. Du, was der Captain sagt. Der hat uns direkt in die Felsen gerammt, ne? Soll ich zurückkommen und einfach auch mit weiterballern, weil hier kommt kein Loch rein irgendwie. Nee, ich fahr ja zur Insel. Ich lasse das Schiff sein. Ach so, sag das doch. Ja. Hab ich mehrfach gesagt. Wir hängen fest. Immer noch fest. Und das brennt immer noch. Oh, kann man nicht sagen? Shit. Ja, komm schon, du Arsch. Okay, keiner löscht den Fackeln, dann brennen wir halt eben runter. Dann ist das so. Mann, wie viel steckt denn der ein? Wir sind festgestackt. Ach, Mist. Mist! Mist die Kacki! Ich konnte gar nichts abstimmen, da stand nur was vom Stein. Ja, das ist, du musst dann oben. Oben ist so die Zeitlinie, da hast du die Chance halt. Oh, wenn jetzt unser Schiff weggeöffnet. Oh, wir sind hängen voll im Felsen drin mit dem Arsch. Du musst kannst du nach links einlenken? Mach ich gerade. Er hat Arsch gesagt. So, jetzt sind wir endlich frei. Halleluja, ey, das war aber eklig. Die Truhe, ne? Oh, geil, getroffen, geil! Denkt zu weit? Mann, ich hab sogar auf Stein getippt. Mock ihm Etzala. Wer sagt denn hier Etzala? Ein Aquarium für Drantos. Achso.
Ja, ich habe auch noch Pokémon hier drin und die Stream-Avatare. Das heißt, jeder Mod bei mir kann hier einen kleinen Battle machen. Das funktioniert dann automatisch. Und damit kann man sich Schädel verdienen und mit dem Schädel kann man sich dann Stream-Avatare kaufen. Ja. Oh, habe ich denn die Devil jetzt Wasser beim Kopf? Na, ich komm mal wieder. Oh nein, ihre scheiß Geisterkugeln, ne? Oh! Aua! Das ist noch unten mit voll. Ja, immer erst unten reparieren, ich komme mit runter. Ganz vorne ist unten noch was. Ich würde sagen, lass das eben einfach fertig machen, das Schiff. Das verfolgt uns zu lang. Ja. Das nervt nur. Ja. Ja, ich will den Reaper von Schnippchen schlagen, deswegen nehme ich jetzt kurz straight Kurs auf das Ding. Der Reaper ist weg, ich sehe nicht mehr. Na dann. Gut, dann bin ich wieder tiefenentspannter. Lass kurz das Schiff platt machen. Ich mache mittleres Segel hoch. Aber das können wir öfters gerne spielen. Habe ich geachtet, das mag ich schon sehr. Achtung, Kugeln, rumkugeln. Hört auf, hier rumzukugeln. Ich muss das Devil, mir wurde wieder gesagt, ich wäre sehr trocken. Hä? Wie? Ja, ich bin mit den anderen gesegelt, dann habe ich wieder sowas gesagt und meinte so, boah, kam der trocken rüber. Hä? Was? Wie? Warum? Mhm. Ja, such mal den Clip raus und poste nochmal bei dir. Der ist so gut. Geh bei dem an Bord? Oder? Oh. Warte, komm mit, komm mit. Hier, hallo, ihr Skelettärsche! Oh oh! Jetzt aber! Festgehalten! Au, der Scharfschütze hat mich erwischt. Ja, okay, dann gehe ich wieder zurück. Nö, ich lebe ja noch, der trifft mich aber echt ekelhaft. Kann man noch. Und ganz unten die vom Reparieren abhalten. Und wenn das zweite Deck vollgelaufen ist, auf dem zweiten Deck und die vom Reparieren abhalten. Oh, wir haben gar keine Brandbomben mehr, die gemein. Ich sag ja, wir müssen noch nicht welche holen. Ja, die saufen gleich ab. Wir haben sie gleich. Nur wenn die unteren Decks dicke sind. Ja, geh unter weg und halt die vom Reparieren ab. Da wird das Skelett mit hochhalten. Ich zerschieß gerade die Skelette auf dem Deck. Ah, raus hier! Wow. Das war's! Segel hoch! Ich hab das Skelett mit der Kanone weggesnipert. Das musste sein, das war Rache. Mann, der hat aber vier ausgehalten. Nur wenn man die Schiffe berührt hat, wenn die untergegangen sind, haben die Kanut ausgespuckt. Ich geh mal ganz schnell eine rauchen, ne? Mhm. Oh ey, ich hab so einen dicken Hals. Ah genau, und die Befehle für die Stream-Avatare sind auch halt unten verlinkt. Nicht alle, ich muss noch ein paar nachreichen. Und was du oben links siehst, das sind meine Blattschneider-Ameisen. Loot einmal bitte. Ach, deswegen brennen wir wegen der scheiß Kiste, ja. Ja. Sind wir zum Sammeln nicht ein bisschen dicht dran, ne? Was hast du gesagt? Nein. Oh, ey, nein. Ich hasse das, ne? Ihr Schweine! Haltet mal die Umgebung in Ausschau, es kann sein, dass bei uns direkt am Port ein Schiff
kann doch nicht wahr sein. Ich will weiter harpunieren, bevor der ganze Schatz weg ist. Was ist passiert, Jungs? Neuer Server. Ja, okay. Ist auf der Insel ein Schiff geradeaus? An den anderen Rest komme ich nicht ran, da muss einer jetzt, ich werde mal tauchen gehen. Haben wir irgendwas übersehen? Nee, krass, wir haben echt alles geschafft. Geil. Das ging jetzt nix. Ja. Hui! Oh nein, scheiße, ist hier so weit. Oh oh. Ach gut. Oh scheiße, wir haben zwei Reaper hier, ne? Eine Stufe 5, eine Stufe 1. Wo siehst du das? Wir wollten jetzt auf der Landkarte, auf der Karte. Vielleicht machen wir auf den. Idee, du bist der Captain und weißt nicht mal, wo man das sieht. Ne, das musst du gerade sagen, Smee. Ich wusste es. Smee. Smee, hol Smee. Warte mal, ich bin noch Smee. So eine geile Stelle. Ach, so viel Segel brauchen wir ja gar nicht. Ah doch, ich hau nochmal alle, dann ankern wir und dann raus damit. Ah, schön. Der Turm ist da vorne mit diesem Kunden. Ja genau, das war ja der Abladeturm. Ich habe ein Avatar, ich habe Twitch schon seit 14 Jahren, das nur ein neuer Account bin, aber erst seit vielleicht 2 Wochen aktiv und nutze, dann kann so viel machen, aber verstehe absolut. Ich kann es dir gerne mal in Ruhe mal erklären, wenn du möchtest, das ist gar kein Problem. Jo. Das mache ich unheimlich gerne. Hier kloppen sie auf einmal einen Avatar, wo ich nicht mal wusste, dass sie einen haben. Ja klar, jeder bei mir, der bei mir in Chat schreibt, kriegt einen Avatar. Und wenn ihr beim Handy reinguckt, habt ihr oben, wo die Chatleiste ist, einmal Pando und einmal, leider heißt es SA für Stream-Avatare. Die Abkürzung ist echt schlecht gewählt. Oder wenn du am PC bist, scrollst du einfach runter, jetzt hier runter scrollen, dann hast du direkt auf der linken Seite Stream-Avatare und Pando. Und da kannst du deinen Avatar, wenn du genug Punkte hast, dir einkaufen. Ich kann dir auch gleich gerne ein bisschen Startgeld geben. Dann kannst du sagen, boah, den will ich haben, den finde ich cool. Und dann, ja, dann machen wir das. Ja, hau mal einen raus. Krieg ich auch Startgeld? Ja, klar. Juhu! Ich hau jetzt einen Anker schnell rein. Ich glaube, wir sind jetzt soweit. Und zwar jetzt. Ich hole die Segel hoch und ich hole dann die Anker nachher wieder hoch. Also wir wollten doch eh aufhören, oder? Ja, genau. Dann, das heißt, die Flagge dann noch schnell verticken und dann ist gut, abgeben und dann... Also ich habe meine Verluste... Du brauchst aber lange, du. So, genau. Und mal schnell Säge einholen. Zu braten braucht lange. Genau, richtig. Gut. Und dann noch verkaufen, dann schnell zum Goldhort da hinten hinrennen, die Flaggen, das Messer reinstoppen und dann haben wir Ruhe im Schacht. Dann haben wir es heute für heute geschafft. Oh, Level! Oh. Ich guck mal gerade, wo mein Kreuz! Mein Kreuz! Ruhen schmeckt gut. Okay, ein Reaper ist untergegangen. Reaper gegen Reaper ist immer schön. Hey, Smee, was machst du denn hier? Und dann müssen wir Brandbomben finden, dann machen wir eine Schiffsseebestattung. Wenn die Taumel. Aber es war eine erfolgreiche Fahrt, fand ich. Mhm. Also ich habe meine Verluste schon richtig krass wieder reingefahren, habe sogar Plus gemacht heute. Ich bin wenn man auf einer Galeone im Sessel da sitzt, während sie untergeht, kriegt man Erfolg. Und wenn man auf einem sinkenden Schiff Musik spielt, kriegt man auch einen Erfolg. Ja, den habe ich aber schon. Auch das mit dem untergehenden Schiff auf der Galli? Ja, habe ich schon.
dass du im Ton alles verkaufen wird. Ja. Und jetzt müssen wir, und jetzt einfach mal, haben wir alles verkauft und dann mir folgen, bitte zum Gold. Ja, warte, du kannst verkaufen. Ich habe hier noch eine Kiste mit Kanonenkugeln. Über die zählt. Die wollte er nicht annehmen. Ja, da sind nur 40 drin. Ich mach die voll. Ah, ja, okay, dann warte ich so lange. Wo sind die Goldhorte hier überhaupt? Hier, nee, doch, hier. Wir warten noch. Sagst du Bescheid, wenn du die Kiste vertickt hast? Kannst du ruhig machen. So, mein Messer schon mal drin, ne? Smee! Ach, Devil, kennst du hier den hier schon? Warte mal. Na, zeig. Diesen, warte mal, wo ist der denn? Mehr? Den hier? Guck mal. Nee. Ach, die wurde... Nee. Nö. Haben wir immer genommen, wenn die Spieler so schlecht waren und sich getroffen haben, haben wir das Schild rausgepackt. Mama nochmal. Was haben wir noch? Guck mal, ich mache einen Sandengel für euch. Dublonenvorrat. Aha. Okay, wir haben 514.000 gemacht. So, dann könnt ihr das Messer hier reinstecken, alle. Wo? Bei den Goldhortern, hier auf die Karte. Mhm. Und dann haben wir es geschafft für heute. Okay. Keine Brandbomben. Keine Brandbomben. Nein, keine Brandbomben. Vielleicht hier? Das sind ja... Regenwürmer. Hier, ist mal Smi. Hier, riech an den Würmern, los. Yeah. Schätzchen. Also Brandbomben sind echt rar gesehen. Früher hast du die hinterher geworfen. Ja. Haha, ja. Wortwitz. Komm, der war gut. Ja. Auf jeden. Jetzt, meine Damen und Herren, kriegt ihr das zu sehen, was ich unheimlich gerne mache, wenn ich am Ende einer Fahrt bin. Hallo. Dann mal ein bisschen in den Chat und dann ja, können wir noch ein bisschen small, ein bisschen noch das unterhalten. Ist Angebot. Das kriege. Einmal senden wir eine hier rein. Das ist eine Scheiße, ja. Du bist ein Idiot. Wer? Du! Warum? Das machen wir immer, wenn wir eine Seefahrt beenden. Ja, ihr! Ich bin aber nicht du, oder? Ne? Das wirst du hier bei vielen erleben. Fast jeder Spieler macht das. Hey, Anarchiefahrt! Ey, Papageichen! Und jetzt können wir das Feuerchen am Strand noch genießen und zugucken und noch ein bisschen unterhalten, wenn ihr möchtet. Genau, ich mache das hier mit. Ja, Chat, habt ihr denn noch irgendwas? Warum machst du kaputt? Weil wir aufhören. Für heute. Der Affe. Ich möchte. Er haut Bahne raus. Haha, wer haut Bahne raus? Ist irgendwas passiert? Hat irgendwer was gemacht? Hä? Bin ja dann? Nein, doch nicht. Ich war gerade irritiert, weil Franziska geschrieben hat, er haut Bahne raus. Besser als die Prügel, das stimmt. Franziska L'Aquarius, hab dich bei Henk nie gesehen. Schreibst du dort auch? Ich lese immer die Kommentare. Fragen wieder an ihn. Ja, an dem Konzept sollte Rainer sich auch. Ja gut, ich bin kein Rainer-Contenter, ne? Also an euch, ich mache absolut keinen Rainer-Content. Das ist, dafür gibt es andere Kanäle, die das gerne machen. Ich möchte für euch immer so einen freien Raum bieten, wo ihr auch mal abschalten könnt und runterfahren könnt. Das ist so mein Ziel, so ein bisschen. Wo ist denn der Waffenfuzzi? Also ich bin seit 3 Monaten circa aktiv bei Henk dabei und mein Name, okay. So, meinst du, ich kann... Und jetzt seht ihr, wie ein schönes Schiff untergeht. Deswegen habe ich mir das auch gedacht, dass ich halt sage, okay, ne, hier ein bisschen Freiheit, also ein bisschen Entspannung.
Sieht das nicht schön aus, wie das Schiff brennt? So einen schönen Abend. Blut auf den Bögen, Blut auf dem Reich. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Da oben. Die gucken. Muss ich mal bei Daryl reingucken, wie das bei ihm aussieht. Auch sehr hübsch unten bei. Aus allen drei Perspektiven. Ich liebe dieses Ritual, ne? Ich liebe dieses Ritual einfach. Das eigene Schiff in Brand stecken, wird mir nicht einfallen. Wenn du dich ausloggst, geht's oder so unter. Also es ist eigentlich. Und der. Aber Schiff, was hast du vor? Und was meint ihr? Wird das schaffen? Ich sage, er stirbt vorher. Ach verdammt, der hat sich geschafft. Spring! Und ganz ehrlich, ich heb mir immer Brandbomben für solche Fälle auf und egal, wer ein Schiff hat und sich ausloggt, es wird in Brand gesetzt. Manchmal mache ich das auch so, ich setz die Segel, setze das Schiff in Brand und steuere das Schiff einfach quer durch die Weltkarte, bis ich entweder sterbe. Mhm. Oder an anderen Spielern vorbei, die gucken dann auch immer sehr, sehr blöd. Hä? Das ist so geil. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Also dafür, dass es heute wieder so ein Spontan-Stream war. Und auch so eine spontane Segeltour war. War doch geil. Kannst du da oben? Wie gesagt, auch wenn es heute mal ohne Facecam gewesen ist, aber ne, beim nächsten Mal wieder. Wie findet ihr eigentlich mein Layout mit dem Kinosaal? Das würde mich mal interessieren, so eure Meinung. Spontaner Devil, ja. Ich habe viele positive Kritiken, aber ich bin auch immer offen für neue Vorschläge. Na, Devil Monday war ja schon gewesen und morgen Abend wollte ich eigentlich mein Night Café machen. Also hier unter YouTube und ja. Stimmt, das hast du von heute auf morgen verschoben, ne? Damit wir segeln konnten, richtig? Genau. Oh, das war lieb von dir. Dankeschön. Ja. Das weiß ich zu schätzen. Ich lieb dich auch, du Knallkopf. Ich dich doch auch, du Hammel. Was? Warte. Wundervoll, Jungs, hat mir. Warte mal. Wundervoll, Jungs, hat mir echt Spaß gemacht. Bin froh, euch drei gefunden zu haben. Ja, bist gerne willkommen. Ich habe meinen Streamingplan auch unten stehen, ne? Auch in den Panels, aber ich streame auch ab und an mal so nebenbei, wenn die Lust und Laune gerade da ist. Und jetzt, wo ich endlich wieder Segelpartner habe, gerade hier Devil, Anarchofund, S-Dogs, so wenn die Bock haben, steche ich mir den auch im Stream in den See. Wir hatten eine Kreis auf Franziska, wa? Ja, genau. Und da sagt auch in der Aquarius, ja, seit drei guten Monaten haben sich meine Arbeitszeiten und die Belastung leider massiv geändert. Und wenn ich mal dabei sein kann, ist der Chat inzwischen echt hektisch geworden. Da lese ich meist mehr zu schreiben. Aber ich möchte also noch. Ich möchte also aber auch nochmal Danke sagen an Franziska, ne? Ja, warte. Noch kurz. Also, mein Chat ist auch so selten vollgeschrieben. Also, Vorbild ohne Kinoleut würde es mir besser gefallen, aber ich denke mal, dass es dich widerspiegelt und einfach dein Stil ist. Oh, mir gefällt die Optik. Dankeschön. Ja, yeah, wenn ich Vorbild heiße, die Kamera im Weg und dann sieht man dies nicht und das nicht. Das hatte ich schon. Und wisst ihr, von wo der Hintergrund ist? Na, wer weiß es. Jetzt kann der. Ihr könnt erstmal nachdenken, es kann der seinen Chat vorlesen. ich wollte eigentlich nur, wie gesagt, Franziska danke sagen für die Worte. Auf jeden Fall. Ich meine, Zufälle passieren und ich meine, ich bin ja auch dankbar, dass es bei mir ist, ne? Das weiß ich, Aquarius, das weiß ich. Aber bei mir ist ja eh manchmal ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit. Klar, Sommer, die Leute wollen rausgehen. Mm. Halt, ne? Ja. Da habe ich ja Verständnis für. Und wenn ich auch nur ein, zwei Leute habe, ich mache die Party so, als hätte ich ungefähr 500 Leute. Das ist mir wichtig, dass sich die Leute halt wohlfühlen, egal wie viel ich habe. Ne, der Spaß soll im Vordergrund stehen und ihr sollt im Vordergrund stehen und das ist halt das Wichtigste. Also, ich löse gleich auf, von wem das Kino, dieses Kinobild, was ich hier bei Layout habe, von wo ich das her habe. Oh, der erste Mast bricht, das heißt, das Schiff geht gleich unter. Ich löse es auch, wenn es abgesoffen ist. Speed! Speed, nein! Meine Leiche! Boah, das Schiff hat aber. Die Galli ist aber echt hartnäckig, was das Absaufen und Brennen angeht. Aber das kriegst du nicht mehr gelöscht, das hier, ne? Das habe ich doch repariert, deswegen ist sie so.
Ich hätte so gepfiffen, wenn es der Hauptmast abgebrochen wäre und er da drauf gestanden. Das wäre so geil gewesen. Der hätte ich auch gefeiert. Smee fällt ins Wasser. Yeah! Das sieht aus wie so ein Feuerriegel aus Pokémon, weißt du? Es brennt und kriecht so hoch. Ja. Ich brenne! Du sag mal, Anarcho fand ich. Du, Anarcho. Ja. Oh. So, hörst du jetzt auf oder zockst du da weiter? Aquarius und Schatten, warte mal. Ich habe eh überlegt, halt auch so jetzt im Sommer, ne, die Streampläne so ein bisschen zu ändern, vielleicht ein bisschen außer Pen and Paper, aber andere Streams ein bisschen früher anzufangen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, Dinge zu machen. Also wenn ihr das möchtet, können wir das gerne machen. So, und da die Galli jetzt richtig schön absorgt, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Das Kino-Layout ist von dem Super Game Boy gemacht, wo man den Kinomodus aussuchen konnte. Hast du das gesehen? Seid ihr die Ludolfs? Anarcho, zockst du gerne weiter, oder? Ein bisschen, aber... Ich bin auch unschlüssig, sag ich mal. Wegen Raiden denn zu dir, weißt du? Ach so, nee, komm. Ey, wenn alle aufhören, ich höre auch auf. Ja, ich würde gerne weitermachen, aber ich habe 8 Uhr Physiotherapie. Und Aquarius noch früher, da bin ich ja noch viel mehr auf der Arbeit. Okay, dann behalte ich meine Stream. Also die... Ich mache irgendwann mal einen Aquarius-Special-Stream. Wenn du von der Arbeit bist, dann sagst du Bescheid und dann streamen wir. Kaltes, klares Wasser. So. Wasser. Aber ich muss sagen... Es hat echt Spaß gemacht. Hinter nach dem anderen bitte jetzt, ja. Was? Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Was hast du gesagt? Schenk mir mein Glied? Was? Komm, ich glaube, ich mach das mal. Ich mach dann irgendwann einen Aquarius Hydrantus Abendstream. Hätte ich auch mal Lust zu. Ja, wann habe ich das letzte Mal gestreamt, Devil? Gestern war das, ne? Ja. Da habe ich für die liebe Viola auch einen Genesungsstream gemacht. Ne? Ja. Weil die mir, und das mache ich gerne so für euch. Die war halt lang nicht da. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach einen Genesungsstream für die Gute. Und ja. Und aber bist wir könnten Pummelfee raiden. Mal geht's auch. Ja, ne? Da kriegt er aber zu lachen. Ist auch so ein bisschen unscripted Dulli-Quatsch, kann man sagen. Oh, der steht aber sehr. Wir raten da hinten, ihr werdet lachen, kommt gerade. Das ist echt. Aber diesmal ist es nicht so. Das ist echt wenig los. Ja gut, unter der Woche halt, ne? Na komm, dann lass mich erstmal mich schnell abmoderieren, ne? Mhm. Also. Ich bedanke mich an alle, die heute zugeguckt haben, die mit dabei waren, mitgeredet haben. Ich bedanke mich nochmal bei Hank für den Raid, bei Predator für den Raid, die 5 Euro Donation, ne, Medizin für Milan, das war total lieb gewesen. Vor allem aber auch danke an Aquarius für das lange Durchhalten jetzt, weil wir sind jetzt schon wieder über 2 Jahre hinweg und ich weiß, ne, Arbeitsbulli sitzt eng. Dann bedanke ich mich bei allen neuen Followern hier auf Twitch und auf YouTube. Und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns dann spätestens morgen, also im nächsten Live wieder. Ansonsten habt eine gute Restnacht, schlaft schön, träumt süß. Passt auf euch auf, ne? Schön viel trinken, nicht, dass er hier noch einen Sonnenstich kriegt und so und abwandert in ein Krankenhaus, also das wollen wir ja nicht. Und ihr wisst, ne, ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, ich starte schon mal den Raid und jetzt kann hier Falge. Arschrampe, wer war das denn? Ja, dann fange ich an. Auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat echt viel Spaß gemacht, weil Sea of Thieves ist eins der Spiele, die ich unheimlich liebe. Das ist wirklich reine Liebe, dieses Spiel. Und ich hasse es auch dementsprechend so sehr. Und es ist wieder schön, nach fast einem Jahr wieder segeln zu dürfen mit einer so lustigen Mannschaft wie jetzt gerade. Ja, Anarcho fand uns nie. Das war echt schön. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch bei uns wieder dabei oder auch bei mir, wenn ich wieder irgendwas Lustiges anstelle. Ja, dann vielen, vielen Dank. Wie gesagt, der hat es angesprochen. Passt auf euch auf. Tragt Sonnenschutz, sucht Schatten auf. Wenn es nicht mehr geht, geht's nicht mehr. Dann
dann lasst es sein, bitte. Ja, die Gesundheit, die ihr habt, ist die einzige Gesundheit. Mhm. Eine andere gibt es nicht. Und wenn ihr alt und grau seid, dankt es euch kein Arsch, dass ihr einfach euch kaputt gemacht. Also, passt auf euch auf, trinkt viel, ne, und so weiter. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, für die Unterstützung, für alles andere. Und ich starte jetzt ebenfalls den Raid und ich gehe in einen wunderschönen Offscreen. Wenn ihr Pixel Art mögt, werdet ihr jetzt echt begeistert sein, denn hier habe ich den, wo habe ich den? Ich habe den gar nicht. Da ist er. Ne, sage ich schon mal auf Wiedersehen und ich übergebe das Wort an Anarchophant. Also, ja, Metal auf ihr Süßen. Ich halte mich kurz. Vielen lieben Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.